Und die Nummer 1 am Rhein, FC Köln, wird nicht Leverkusen sein, FC Köln. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen die Bayarena, wo sich heute spektakuläre Dinge zugetragen haben. Krawall in der VIP-Lounge. Ein deutschlandweit bekannter Podcaster wurde ohne Bekleidungsstücke abgeführt von der Polizei und musste 2 Stunden lang rektal untersucht werden, bis er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Aber sie haben ihm ein Mikrofon und einen WLAN-Anschluss in die Zelle gelegt und so kann er uns hier zugeschaltet sein. Moin Marco, grüß dich. Stimmt nicht. Ich sitze zu Hause, war aber auch, und war nicht in Gewahrsam. Nicht, dass hier irgendwelche Gerüchte über mich aufkommen. Ja, die Rektaluntersuchung hast du jetzt aber nicht geleugnet, ne, sondern nur das Gewahrsam. Ja, das kann jetzt jeder für sich definieren, wie er möchte. Ja, du kannst gleich mal von deinen VIP-Erlebnissen erzählen, aber wir wollen erstmal unseren Gast dazu bitten. Und die erfahrenen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts hier wissen schon, wenn ich sage, Hamburg und Hamburg rufen Hattingen, rufen Müngersdorf, dann kann das immer nur einer von 2, 3 ausgewählten Kandidaten sein. Letzte Woche war ja der Reik schon da, diese Woche haben wir dann mal ein bisschen durchrotiert und der Bucki ist da. Moin Bucki, grüß dich. Mahlzeit. Moin. Ja, schön, dass du da bist. Ich vermute auch, du bist nicht im Polizeigewahrsam und bist sicher und wohlbehalten zu Hause. Ich bin definitiv zu Hause. Da war ich das ganze Wochenende, da hat sich nichts dran geändert, auch nach dem Sieg nicht. Das ist gut. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Das kannst du uns nachher dann erzählen. Aber Marco, erzähl mal, wie ist das Leben als Bayer Leverkusen VIP? Tja, ja, also tatsächlich hatten die wahrscheinlich auch schon mal schönere Tage als mich als Mitgucker. Ich glaube, ich bin tatsächlich nicht der emotionsloseste Fußballgucker und dementsprechend hatten die, glaube ich, schon alle keinen Bock in der Halbzeit. Und ja, als dann der FC auch noch das 1-0 macht, ging meine Laune natürlich ins Unermessliche. Die haben nur einen unfassbaren Vorteil gehabt, dass ich nämlich Auto fahren musste und mir also nicht komplett die Rüstung verbeult habe. Aber ich hatte nach dem Spielende, also wir waren insgesamt in dieser Loge zu 10 oder zu 12, ich weiß es gar nicht, ja, 10 oder 12 und insgesamt 4 FC-Fans und von den Leverkusen-Fans war tatsächlich mit Ablauf der regulären Spielzeit auch keiner mehr da. Also die hätten auch das 1-1 machen können, da jetzt keiner mehr mitbekommen. Die waren auch schon auf dem Weg zum Auto. Elendig. Schönen Weg und guten Weg. Also tatsächlich mein direkter Vorgesetzter und Geschäftsführer, Leverkusen-Fan, dem muss ich dann eine WhatsApp schreiben und einen guten Heimweg wünschen. Ja, ich sag mal so. Wie man das als Sieger so macht, nochmal schön nachtreten. Ja, aber ich sag mal so, wer bei 0-1 das Stadion frühzeitig verlässt, der ist halt auch kein Fan seiner Mannschaft. Also wer sich da mehr darum sorgt, mit seinem scheiß Fahrrad pünktlich, seinem scheiß Fahrzeug pünktlich aus der Tiefgarage rauszukommen, der ist halt kein Fan von seinem Verein. Naja, kannst du aber auch irgendwie verstehen. Ich meine, wenn du so lange im Stau stehst, ne, Benzin ist teuer. Ja. Leverkusener Kreuz ist sowieso immer Stau. Ja, gut. Dann wahrscheinlich fahren die auch alle SUVs, das stimmt natürlich. Ja, dann beim nächsten Mal bitte Anreise mit Bus, Bahn und Fahrrad, dann habt ihr das Problem nicht. Also, naja, wir wollen aber hier nicht über Spritpreise reden, sondern über das Spiel an sich. Schön finde ich auch, dass du gesagt hast, ja, ich war mit dem Fahrrad da konnte ich... Entschuldigung. Wer wird neuer Interimstrainer bei Hertha BSC? Ich habe es gerade gelesen. Ich muss gerade hier Breaking News unterbrechen. Wer wird Nein. es?
Nee, nicht Gistol. Nein, nicht Gistol. Horstheld. Nee, nein. Nein, aber ich habe eben auch sehr gelacht, als ich es gelesen habe. Warte, bitte nicht spoilern. Nicht spoilern. Willst du raten? Sag mal drei Namen. Nein. Die holen nicht ernsthaft Felix Magath. Sind die besoffen? Felix Magath. Ich sehe schon Davy Selke mit so einem Medizinball rumlaufen und so einer Eisenkugel hinten am Fuß, wie so Sträflinge in so einer Strafkolonie. Also mal ganz ehrlich, als ich die Meldung bekommen habe, ne, ich habe 5-mal nachgeschaut, ob das ein Fake-Account ist oder nicht. Ja, ich habe den offiziellen Hertha BSC-Account. Ja, ich auch. Ich habe aber trotzdem erstmal 5-mal geschaut, ob das wirklich ein Fake-Account ist oder ob das wirklich der Original-Account ist oder ein Fake-Account. Ich musste mich jetzt erstmal stumm schalten. Oh Mann. Ja, ich glaube, es gibt in der Bundesliga Trainer, die haben sich ein komplettes Ponzo-Scheme darauf aufgebaut, einfach irgendwo hinzugehen, schlechte Arbeit zu leisten, sich beurlauben zu lassen und dann einfach von dem Geld des Vereins zu leben, ohne Leistung bringen zu müssen. Ich glaube, es gibt bestimmt Trainer, die machen da ein richtiges Geschäftsmodell draus. Ja, irgendwie fällt Hertha auf die alle Weile. Magath ist immerhin Meister mit Wolfsburg geworden, ne? Ja, wie Armin Fee mit Stuttgart, ne? Tja. Ja, auch wenn ich jetzt sicherlich nicht kein großer Felix Magath-Freund bin und auch glaube, dass das jetzt nicht der Five-Head-Move ist, aber besser als gut, besser als Alexander Nuri, das stimmt, oder Jürgen Klinsmann. Ich wette mit euch, Felix Magath kauft erstmal jetzt so 12 Russen, also von der russischen Liga die freigestellten Spieler, erstmal 12 Stück davon kaufen. Alles so Kickback-Deals, wo er selber mitverdient beim Handgeld. Und darf die dann alle nicht einsetzen, weil ja, wahrscheinlich dazu ist. Ja, genau so. See Roberto 3 und so. Also, das wird toll. Hat er nicht auch damals zu Schalke Ali Karimi geholt? Ja. Was? Gerade erstmal geguckt, was der macht. Was macht Ali Karimi? Wahrscheinlich 48 Jahre alt sein und 130 Kilo wiegen. Ist egal, reicht noch. Ja, reicht noch. Für Hertha reicht das. Die schleppen ja auch noch Kevin Prinz Boateng durch. Naja, gut. Entschuldigung, es war so ein kleiner Zwischennotfall hier. Aber lass uns noch mal über das Spiel reden. Der erste FC Köln gewinnt das Nachbarschaftsduell gegen Bayer Leverkusen. Was soll man dazu sagen? Wenn ich das Spiel zusammenfassen würde, würde ich sagen, bisschen Glück war schon dabei. Also gerade wenn man sich auch die Expected Goals einmal anschaut von diesem Spieltag, muss man sagen, dass wir uns nicht hätten beschweren können, wenn Bayer Leverkusen 2-3 Tore schießt unterm Strich. Alleine hier wie hieß dieser richtig, richtig schlechte Stürmer von denen? Anzum? Ich habe keine Ahnung. Ich kannte den bis heute nicht. Ich auch nicht. Noch nie gehört. Der sieht ja aus, als wenn er bei Greuther Fürth spielen würde, wenn er den Ball annimmt. Respekt, ich habe keine Ahnung. Also entweder muss das an der Rückennummer liegen, aber ich hätte nicht gedacht, dass unsere Nummer 9 heute doch jemand unterbieten kann. Sada Asmun aus dem Iran. Ja gut, also alles Gute für seine weitere Karriere, ne? Aber ganz ehrlich, es hat bei Bayer Leverkusen nichts zu suchen. Das ist ein Spieler von Greuther Fürth, was ich da gesehen habe in dem einen Spiel jetzt. War vielleicht nicht sein Karriere-Highlight-Spiel, aber da hatten wir schon Glück, dass da halt nicht Patrick Schick stand, sagen wir so. Also ich meine, wurde in der Hinrunde, also er kam jetzt ja im Winter erst, also in der Hinrunde irgendwie so 11-12 Scorerpunkte in Russland gemacht. Also Fußball spielen kann er anscheinend. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie stark die russische Liga so an sich ist, aber ja. Gut, naja, ich meine, Tolu Arokodare kam ja auch mit der Empfehlung von über 20 Toren. Aus der lettischen Liga, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall Expected Goals 2,4 zu 0,6 spricht dann schon eine recht deutliche Sprache. Aber ich habe bei Leverkusen schon immer das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, die sind einfach nicht sehr zielstrebig, wenn es darum geht, ein Tor zu erzielen. Das hat sich jetzt eigentlich unter Seoane verbessert und die waren ja irgendwie die Mannschaft mit der zweithöchsten Effizienz nach Borussia Dortmund, also unserem nächsten, unserem kommenden Gegner. Aber jetzt in dem Spiel war es ja das alte Leverkusen, das da 10-mal rumspielt und sich noch den Ball 10-mal querspielt, anstatt dass einer da irgendwie mal drauf schießt. Da gab es ja so ein paar Szenen, wo auch mal so 3 Leverkusener auf 2 Kölner zugelaufen sind und dann halt eben noch 10 Querpässe gewählt hat, statt mal irgendwie einen Abschluss zu suchen.
Aber was man auch lobend erwähnen muss, das haben auch die Kommentatoren, glaube ich, ein paar Mal hervorgehoben, wir waren sehr gut darin, heute immer wieder genug Spieler hinter den Ball zu kriegen in sehr kurzer Zeit. Also insofern, es war auch nicht komplett unverdient. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Leverkusener Chancen noch in letzter Sekunde abgegrätscht worden sind oder wie viele Marvin Schwebe dann noch zunichte gemacht hat. Also auch der SFC Köln hat sich da sehr leidenschaftlich in die Verteidigung reingeworfen. Ja, ich denke mal gerade, es ist schon ein gravierender Unterschied zu sehen, dass du jetzt mit der komplett neu aufgestellten Innenverteidigung, die du hast, dass das auch gerade mit dem Abwehren und auch mit dem Läuferischen schon ein Unterschied ist mit dem, was davor in der Innenverteidigung rumgelaufen ist. Also wenn man da jetzt mal so einen qualitativen Unterschied nimmt zwischen Mire und Tsichos und du hast jetzt da einen Hübers und Luca Kilian. Kilian, ja doch. Ich war gerade überlegen, ob Kilian sein Vornamen oder sein Nachname ist. Deswegen hab ich gestoppt. Dann ist Kilian, nennen ihn Freunde. Ja, aber manchmal ist das so schwer. Ja, und gut, Chabot jetzt letzte Woche war in Ordnung, war okay, aber dem fehlt halt auch noch echt ein bisschen Geschwindigkeit. Also der kann, da habe ich ja teilweise gedacht, so der kann vor lauter Kraft gar nicht laufen, aber es ist trotzdem, wenn man das so sieht, doch ein qualitativer Unterschied. Und somit haben die dann halt auch für sich dann so ein bisschen mehr, ja, wir machen nicht mehr diese Leichtigkeitsfehler. So, keine Ahnung. Ja. Ja. Und wir haben halt jetzt die beschlossen. Die Fehlerquote hat da deutlich abgenommen, finde ich. Ja, definitiv. Ja. Und wir haben halt jetzt beschlossen, mit dem Torwart im Tor zu spielen. Das ist auch im Fußball gar nicht verkehrt, habe ich gedacht. Das macht auch einen großen Unterschied, wenn du jemanden da drin hast, auf den du dich, wo du zumindest weißt, okay, der macht jetzt vielleicht mal 2-3 Fehler weniger. Hinten Fußball spielen kann. Ja, also klar. Ich bin kein Freund unseres, wir spielen den Ball immer kurz hinten raus, weil tatsächlich, ich fand, das hat mich tatsächlich Ende der ersten Halbzeit in den Wahnsinn getrieben. Weil da ging ja jeder Ball immer, und da standen ja tatsächlich auch ein paar schnelle Leverkusen. Da habe ich mir gedacht, so, Jungs, macht es nicht, ich habe den Ball. Und es war ja, glaube ich, ein Ding, wo dann der Fehlpass kommt und ich weiß gar nicht, wer von Leverkusen dann den Ball irgendwie Richtung Tor schiebt und dann der so schräg am Tor vorbeigeht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber also das... Es geht alles gut, weil Hübers, Kilian, Schmitz und Hector das hinten dann auch gut machen und aber auch Marvin Schwäbe. Aber, boah, ich weiß nicht. Vor allem, wenn du den Ball dir dann hinten dreimal hin und her spielst und dann trotzdem den Ball nach vorne bolzt, dann kannst du ihn auch direkt nach vorne bolzen. Ja, du musst aber auch mal so sehen, gegen wen du spielst. Also, wenn du jetzt halt immer siehst, was, ne, das ist natürlich schon von der individuellen Klasse natürlich noch ein ganz anderer Gegner. Ne? Ich meine, die Mannschaft hat da natürlich viel stärkere Einzelspieler, die spielen natürlich auch dementsprechend international, ne, haben auch teilweise viel mehr Erfahrung, was die Spieler angeht. Ne, und wir kommen mit zwei sehr, in Anführungszeichen, unerfahrenen Innenverteidigern, einem Rechtsverteidiger, der gerade, glaube ich, seine beste Bundesliga-Saison seiner Karriere spielt. Und generell dann halt aber auch noch mit einer relativ, ja, ich hätte fast gesagt, jungen Truppe, aber jung, also das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil eigentlich ist die Truppe, die auf dem Feld steht, eigentlich doch schon vom Alter her ziemlich erfahren. Aber manchmal wenig Bundesliga-Erfahrung. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Leverkusen sogar noch weniger Erfahrung hatte, weil die ja wirklich eine junge Truppe haben. Müssten wir gleich mal recherchieren. Stimmt. Da geht es dann halt über die individuelle Klasse, ne? Ja, muss man schon sagen, die haben natürlich sehr gute Mannschaft. Wir werden ja auch gleich nicht drum herum kommen, über Florian Wirtz zu reden. Durchschnittsalter von Leverkusen 24,2. Durchschnittsalter von Köln 27,9, also fast schon 28. Ja gut, wenn du da zwei Rentner vorne im Sturm drin stehen hast, dann reißt es ja schon mal raus. Ne? Absolut, aber zum Beispiel Uth hat gar nicht gespielt, der müsste nochmal nach unten, also die Zahl nach oben schrauben, beispielsweise. Oder wenn dann noch vielleicht Timo Horn oder so spielen würde. Ja, nee, aber gut.
Ich denke, wir können es mal vorwegnehmen. Marvin Schwebe, Mann des Spiels. Ja, danach kommt dann aber auch schon Charlie, ne? Ja. Özcan. Achso, Özcan. Ich habe es ganz anders verstanden. Ja, Özcan. Özcan. Doch, würde ich mitgehen auf Platz 2. Doch, ja. Also es ist der Wahnsinn, wie der sich aktuell in die Zweikämpfe reinwirft und was der auf der 6 oder auf der 8 oder im rechten Mittelfeld überall wurde eingesetzt und was der alles wegholzt und ja, und wie er seinen Körper reinstellt und wie er die Bälle wiederholt und ey, wow, der ist nicht wiederzuerkennen. Das macht richtig Spaß, dem Jungen gerade zuzugucken. Und wenn man überlegt, dass wir den im Sommer fast ablösefrei verloren hätten, so, wow, also ganz ehrlich, der wirkt wie ein Neuzugang, das ist unfassbar. Ja, definitiv. Ja. Stellt euch mal vor, wir würden es einfach mal schaffen, dass Sully und Skiri zeitgleich in Topform sind. Was wäre das für ein Mittelfeld dann, ne, in der Bundesliga? Das wäre schon geil. Also, das war auch eine Frage, die uns oft erreicht hat, wie wir die Leistung von Elie Skiri gesehen haben. Das kann man an dieser Stelle hier vielleicht ja mal diskutieren. Ich glaube nämlich, ich tue ihm kein Unrecht, wenn ich sage, dass er nicht in seiner Topform gerade drin ist. Aber wie habt ihr seine Leistung gesehen? Vielleicht erstmal du, Marco, der im Stadion warst und da einen besseren Blick hattest als wir. Ja, ob man im Stadion unbedingt dafür einen besseren Blick hat, weiß ich gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war jetzt sicherlich nicht sein bestes Spiel für uns. Ich fand, er stand oft, das ist der Unterschied zu wahrscheinlich sonstigen Spielen, er stand ganz oft einfach falsch. Also das kennt man gerade von Skiri eigentlich eher selten, dass der einfach faktisch falsch steht. Und der musste heute extrem viele Läufe machen, um überhaupt Richtung Ball zu kommen oder Richtung Gegner zu kommen. Und das muss man aber auch sagen, der läuft aber auch, ich glaube, war das mit Hübers oder war das mit Luca Kilian, diese vermeintliche letzte Mann-Aktion. Wo er gelb kriegt. War Hübers. Übers. Ich sag mal so, ich habe felsenfest damit gerechnet, dass da einer der beiden, weil du konntest das von unserer Position aus nicht sehen, ob er tatsächlich der letzte Mann war. Ich habe klar mit einer roten Karte gerechnet. Ja, ihn hat gerettet, dass eben Hübers noch in der Nähe war. Ja. Hätte Hübers da nicht noch gestanden, dann wäre das klar rot gewesen. Aber glaube ich auch. Das ist halt auch wichtig, dass du so jemanden hast, der so einen Lauf überhaupt machen kann. Ja, wobei aber natürlich dazu kommt, er hat aber heute ein paar sehr für seine Verhältnisse ungewohnte Fehlpässe drin gehabt oder Ballverluste. Also einerseits dieser Katastrophenfehlpass, der ja wirklich fast zum Leverkusener 1-0 geführt hätte, das war Skiri. Und er hatte die Situation dann, wo er diese Grätsche ansetzt gegen den durchstartenden, weiß ich gar nicht, Diaby oder so, den nicht erwischt. Der ist halt auch so. Weißt du, entweder ist es halt richtig schlecht, wenn er nicht erwischt, oder du erwischt den Spieler, dann gibt es da wahrscheinlich glatt rot für. Und das einzig gute Szenario ist, wenn du halt den Ball da wegschlägst und nichts davon ist passiert und der Typ war halt völlig frei durch. Das sind so die Sachen, die kennen wir von ihm anders. Die sind nicht das, was er normalerweise zu leisten imstande ist. Aber ich halte es für halt normal, dass du, wenn du mitten in der Winterpause noch einen Afrika-Cup spielen musst, davor lange verletzt warst und dann noch eine Corona-Infektion wahrscheinlich hattest, dass du noch nicht in der Lage bist, deine Bestleistung zu bringen, ist, glaube ich, sehr menschlich. Und dazu kommt ja auch, ich glaube, der fremdelt noch ein bisschen mit diesem neuen System, dass er jetzt plötzlich der Zuarbeiter ist für Sully und nicht mehr so der Go-To-Guy für alles andere, sondern dass er jetzt quasi so um Sully herumspielen muss, wie so ein Abfangjäger um so einen Flugzeugträger herumschwirrt quasi. Und ich glaube, es braucht noch so ein bisschen Feinjustierung im Training, bis die beiden sich in ihren Rollen da gefunden haben. Ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich in beiden Augen ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. War jetzt sicherlich nicht das beste Spiel, aber mein Gott, wenn wir jeden Spieler, der mal ein schlechtes Spiel für den FC oder nicht so überragendes Spiel für den FC gemacht hat, direkt vom Hof jagen würden, dann würden wir drei wahrscheinlich heute spielen beim FC. Das so in der Mangelung an Möglichkeiten. Ich dem FC nicht zumuten. Ja, aber das ist, ja, stimmt. Ich fand Skiri heute auch nicht gut. Wie jemand anderes auch noch. Da, auf den Namen werden wir gleich auch wahrscheinlich noch kommen. Aber. Ja, Skiri selber fand sich ja auch nicht gut. Das hat man im Fernsehen gesehen, dass er sich nach der Auswechslung mega geärgert hat und da so ganz schimpfend auf der Ersatzbank saß. Über sich selber schimpfend, nicht über die
über die Auswechslung, glaube ich. Also der wird schon wissen, dass es nicht sein tollstes Spiel auf dieser Welt war. Aber ist okay. Also ich finde jemand, der sich so viele Spiele hier für den FC immer aufreißt und wahrscheinlich auch heute wieder 12 Kilometer gelaufen ist oder so in seiner Spielzeit, dem muss man ein schlechtes Spiel auch mal zugestehen, gerade weil, wie wir ja schon erwähnt haben, woran es liegt. Und dann liegt ja nicht daran, dass er jetzt irgendwie plötzlich sich jeden Abend eine Pizza reinpfeift und zu Burger King fährt oder so, sondern eben an den schon genannten Gründen. Und er hat ja Glück, dass seine Fehler nicht bestraft worden sind. Das ist ja die Hauptsache. Und ich habe schon mal gesagt, wenn wir es jetzt noch schaffen, dass Özcan und Skiri zur selben Zeit in Topform sind, ist das für mich ein Mittelfeld, also so ein defensives Sechser-Mittelfeld, wie auch immer du die Position benennen willst, wo in der Bundesliga, glaube ich, andere froh wären, das zu haben. Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Vielleicht ist es doch gar nicht verkehrt, dass Skiri mal schlechte Spiele hat, damit nicht jeder auf die Idee kommt, den zu verpflichten. Ja, ich fürchte ja fast, dass wir die Kohle brauchen werden, ne? Deswegen, ja. Nee, aber das Gute ist ja auch, selbst wenn der jetzt vielleicht sich so eine kleine Auszeit nimmt von irgendwie ein paar Wochen, wo es nicht so gut läuft, dann hast du ja mit Dejan Ljubicic einfach schon mal einen Mann, den du da reinschmeißen kannst, der dann genau weiß, wie das Spiel von Baumgart auszusehen hat und der auf Anhieb dir helfen kann, wie du heute auch gesehen hast bei dem Tor dann später. Also insofern, du kannst ihn jetzt eher kompensieren, als das letztes Jahr der Fall gewesen wäre. Ja. Oder auch zum Start der Hinrunde. Also auch da hätten wir sicherlich nicht auf Skiri verzichten können. Ja. Ja. Sehe ich so. So ist das. Und das ist für mich auch ein Stück weit Baumgart, nicht nur ein Stück weit, ein sehr großes Stück weit, Baumgarts Verdienst, dass eben alle Spieler immer irgendwie an ihrem Maximum performen. Und selbst ja so Leute wie Kingsley Schinter, der nun wirklich abgeschrieben war, der auch bei keinem anderen Trainer annähernd so viel Spielzeit hätte oder so viel Scorerpunkte gemacht hätte oder jetzt sogar ein Tor gemacht hätte, dass sogar so ein Spieler plötzlich total überperformt. Das kannst du alles, finde ich, am Trainerteam Baumgart und Co. festmachen. Da siehst du halt, dass so ein Trainer eben mehr ist, als einfach nur der Übungsleiter, der Hütchen aufstellt und dass von dem halt auch ganz viel so in dieser Menschenführung auszugehen scheint. Ja, das wird wohl so sein. Also ich hoffe, dass es so ist, weil tatsächlich, anders kann ich mir das schon fast gar nicht beim FC erklären, dass die fast ausnahmslos gleiche Truppe so deutlich viel besser spielt als letztes Jahr. Ja, der macht die halt irgendwie, der redet die irgendwie stark. Das klappt auch bei fast allen Spielern, außer bei Sebastian Anderson, habe ich das Gefühl. Also Anderson kann sich ja nur wirklich nicht beschweren, dass er zu wenig Spielzeit bekommen würde. Man muss ja echt sagen, Baumgart hat ja so eine riesengroße Nibelungentreue zu ihm irgendwie. Aber mit Leistung zurückzahlen, tut er das? Fragezeichen. Ich finde, das wirkt alles sehr, 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 sehr unglücklich. Also die Ballannahme, die klappen selten. Es wirkt alles nicht so rund. Keine Ahnung, ist jetzt ja auch nicht so, dass, also, nee, der verliert, also, der hat auch heute das ein oder andere Kopfballduell verloren gegen Spieler, die dann tatsächlich kleiner sind als er und in der Verteidigung bei Leverkusen und denke ich mir so, ja Junge, also wenn du was hast, dann ist es ein Kopfballspiel. Also, du hast aktuell nicht so viele Trümpfe bei uns in der Hand, also dann nimm doch schmeißt doch nicht den letzten Trumpf auch noch ins Altpapier. Also. Na, du musst es ja auch mal so sehen. Viel kommt bei ihm halt auch über die Körpersprache. So. Und die Körpersprache, die ist halt schon. Ja, die ist ausbaufähig, wenn man das mal so mal benennen möchte. Also, er wirkt dann teilweise auch dann so, dann irgendwie. Kopf und Kopf schnell unten und Schulter hängen lassen, so wenn der Ball dann jetzt mal wieder irgendwo nicht da gelandet ist, wo er ist, oder dass er, wenn er dann irgendwie selber merkt, dass er woanders hingelaufen ist, als der Ball geflogen ist und man hätte ihm wünschen sollen, dass der Transfer in die Türkei damals, glaube ich, funktioniert hätte. Ich glaube, das wäre für alle Seiten irgendwie doch gar nicht so schlecht gelaufen. Wir hätten noch natürlich jemanden von der Payroll runterbekommen. Wir hätten zusätzlich halt junge Spieler im Sturm jetzt
noch in der Hinterhand, die wir noch näher ranbringen können. Ach so, so schleppen wir gerade irgendwie jemanden mehr oder weniger 90 Minuten übers Feld. Und das bringt keinem von uns irgendwas. Auch wenn man das natürlich sagen muss und auch, das sollte man nicht vergessen, er am 1:0 natürlich beteiligt war. Ne? Ja, der Kopfball in den Lauf von Ljubicic, das war Anderson. Ja, das ist richtig, aber das war auch seine einzige auffällige Szene heute. Weil der Rest, das war schon mehr oder weniger Arbeitsverweigerung. Ich hatte während des Spiels mit Thomas geschrieben und da hieß es von Thomas Seite halt auch nur, dass das eigentlich nicht der Ernst Andersons sein kann. Und meine Reaktion darauf war, weil wir, glaube ich, damals sag ich schon, weil wir da die 58. Minute hatten, ist für Thomas noch 2 Minuten, ne, und dann ist er unten. Ja, warum gerade wechselt er denn auch zur 60. Minute? Aber tatsächlich anders, als wir alle erwartet haben. Ja. Und im ersten Moment war bei uns beiden komplette Fassungslosigkeit, weil wir diese Wechsel überhaupt nicht verstanden haben. Aber gerade weil ich finde, dass Duda in Relation zu Anderson ein gutes Spiel gemacht hat. Duda also hat zumindest ein Kampfschweinspiel. Ja. Duda hat ein verdammt gutes Spiel gemacht. Also wirklich. Deswegen habe ich gerade die Auswechslung von ihm nicht verstanden. Duda anscheinend auch nicht. Was ich aber sehr bemerkenswert fand, war tatsächlich, als Schindler dann das 1-0 machte, dann ist nachher irgendwann eine Kamera auf die Auswechselbank gegangen und da sah man dann, wie Duda auf Baumgart zuging und sie beide lächelnd in den Arm nahmen und Duda hat irgendwas zu Baumgart gesagt. Und ich denke, weil ja, ich habe auch lang genug gespielt und ich weiß ganz genau, was er wohl zu ihm gesagt haben wird. Und zwar, ja, hast doch wieder alles richtig gemacht. Ja, ja, muss man halt sagen. Ja, so ja. Wenig, wie ich die Einwechslung auch verstanden habe in dem Moment, sie waren im Endeffekt der Schlüssel zum Sieg. Die beiden haben das Tor dann vorbereitet und geschossen, also oder geköpft. Geflugt. Geschossen. Geflug, ja, mir fällt das Wort gar nicht ein, dass ich suche. Reingewichst, genau. Hat auch nochmal ein Hörer geschrieben, das war technisch auch gar nicht mal so anspruchslos, wie der Schindler den Ball verarbeitet hat. Ne? Diesen halbhohen, der für den Kopf und für den Fuß eigentlich nicht so ideal kam. Also muss man sagen, auch technisch ein kleines Kabinettstückchen. Ich sag mal so, Anderson hätte es nicht geschafft. Ja, ich glaube auch. Er hätte sich da ein paar Hüften bei gebrochen wahrscheinlich. Ja. Das, was er sich noch kaputt machen kann an seinem Körper, hätte er dann auf jeden Fall zerstört, ja. Ja, leider muss ich dir zustimmen. Nee, finde ich gut. Also anscheinend hat ja Kingsley eine ganz feine Technik. Bei ihm ist halt immer so, der macht halt so richtig krass anspruchsvolle Sachen, total easy, wie das jetzt in dem Fall. Und dann macht er wieder so Sachen, wo der so ein Pass über 5 Meter halt bisschen komisch spielt, dass der nicht vernünftig in den Lauf vom Mitspieler kommt oder so. Das sind so die Sachen, wo mich manchmal so Hoffen und Verzweiflung sehr nah beieinander liegen. Ja, aber wenn er nur technisch anspruchshohe Dinger machen würde und nur krasse Sachen machen würde, dann würde der nicht beim ersten FC Köln spielen. Ja, das sagen. Ja, das ist ja immer so die Standardantwort für alles, klar. Das ist auch so. Ja, ist ja richtig. Ja, natürlich hat er auch du musst mal sehen, das war sein erstes Bundesliga-Tor. Ne? Und ja. Ich glaube, der Jung ist 27. Ja. Also, gut, ne? Das ist besser spät als nie. Ja, und besser gegen Leverkusen als das 1:4 oder sowas gegen Bayern München zu machen. 28 ist er sogar schon. Ja. Also von daher, ich meine, ich gönn's dem Jungen so, ne? Also er hat sich nicht aufgegeben, so viele haben ihn abgeschrieben und er hat sich einfach reingekämpft, so, ne? Und er hat ja auch damals schon mit seinen beiden Vorlagen für Modest hat er auch schon gezeigt, dass er dann halt, wenn er von der Bank kommt, dass er da auch eine Waffe sein kann. So, und ne, er ist dann halt mehr so der Ergänzungs-Rotationsspieler und die Rolle nimmt er halt dann halt auch dementsprechend an, aber so wie er sie dann halt aber auch macht, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, klar, also besser, als wenn du reinkommst und dann da so ein bisschen lustlos über die Gegend, über den Platz trabst und du denkst so, ja, komm, kriegst zumindest eine Auflaufprämie. Klar. Auf jeden Fall. Ich meine, das finde ich ja gut, ne, dass wir solche Spieler eigentlich nicht im Kader haben. Nö, also außer halt, wie gesagt, dass Anderson so eine sehr unglückliche Körpersprache hat, auch bei Einwechslungen, würde ich sagen, dass alle versuchen, noch irgendwas zu reißen. Auch wenn du jetzt so einen Louis Schaub mal reinbringst oder so, der gibt ja auch immer Gas.
Das ist ja, das geben alle Gas, die von der Bank kommen. Ja, ob es jetzt ein Schaub ist, ob es ein, ja gut, bei den jungen Leuten erwarte ich das halt dementsprechend auch. Ne? Jetzt, ich sage jetzt, ob es jetzt Thielmann ist, ob es Lemperle ist, ob es Ostrak ist oder na, vielleicht, ich denke mal, dass wir vielleicht auch zum Ende der Saison auch noch mal Fehlwert wahrscheinlich auch nochmal Obus sehen werden. Das, weil das sind ja auch so Dinger gewesen, die Baumgart schon zu Beginn der Saison gesagt hat, dass ne, wir haben super viele junge Leute bei uns in der Mannschaft oder beziehungsweise im Komplettkader und da werden wir zum Ende der Saison auch noch viele von sehen. Gut, das wird sich jetzt natürlich auch dahingehend dann nachher so ein bisschen herauskristallisieren, wie wird die Saison jetzt noch weiter für uns verlaufen? Wie gehen jetzt die nächsten beiden Spiele und gegen Dortmund und danach gegen Union aus? Und wie kann man dann dementsprechend schauen, wie ist dann die Zielsetzung? Ne? Platz 7 kann reichen für einen wunderschönen Saisonabschluss. Jetzt muss man natürlich dann aber auch gucken. Ne? Platz 7, was brauchst du für Platz 7? Im Endeffekt. Ja, ein Punkt mehr als Union, reicht ja. Ja, du musst ja halt auch mitberechnen, so Platz 7 ist ja aus meiner Rechnung heraus eigentlich erst safe. Wenn das DFB-Pokal-Halbfinale dementsprechend verläuft. Ja, wenn das Finale Leipzig gegen Freiburg heißt und beide nämlich international kommen. Dann wäre es safe oder wenn halt Leipzig gegen irgendwen anders gewinnt. Oder Freiburg. Ja. Aber Freiburg muss ja erstmal vor uns landen, weil Leipzig geht davon aus, dass die das schaffen werden. Ja gut, aber Freiburg hat, beide haben 44 Punkte, ne? Ja klar, aber Leipzig ist halt etatmäßig, sagen wir mal, eher in den Champions-League-Plätzen unterwegs als jetzt Freiburg. Die könnten immer noch einstürzen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Freiburg, Hoffenheim und Leipzig, die haben alle drei 44 Punkte. Dann kommen wir mit 39, Union 38, Frankfurt 37. Ich sehe halt keinen der drei Teams so schwächeln, dass die da diesen Punktevorsprung verlieren. Ja, was halt bei so Mannschaften ist, so wie Freiburg. Wir spielen noch gegen Union, wir spielen noch gegen Mainz, also Dortmund. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, das mit Ausnahme jetzt von Dortmund, aber Dortmund ist ja auch eine Mannschaft, die sich gerne mal verleiten lässt, einfach mal Spiele unnötig zu verlieren. Wir haben nach dem Mainz-Spiel nur noch Mannschaften aus den unteren Tabellenhälften. Ne? Auch wenn da jetzt natürlich noch das VfL Wolfsburg und natürlich auch noch das Derby gegen Gladbach zwischen ist. Ich sag jetzt mal so ganz frech, also außer das Spiel gegen Dortmund könnte man überall punkten. Und das Spiel gegen Dortmund ist ein Heimspiel. Und Baumgart will auch das Spiel gewinnen. Ja, und die Dortmunder spielen doch am Mittwoch vorher noch gegen Mainz, ne? Weil die das Nachholspiel da haben. Ach, das ist auch noch? Ja. Die kommen also nicht mit der komplett ausgeruhten Mannschaft dahin. Plus, die haben ja noch ganz viele auch Verletzte, die nicht richtig in Form sind und so. Ach, ärgerlich, dass das Spiel am Sonntag ist. Ja, warum ist das ja nicht auf den Samstag angesetzt? Den Freitag. Das hat die DFL dann schon verschoben für Dortmund, keine Sorge. Ah, ist das ärgerlich. Ja. Ja, aber naja. Ich bin beim Bookie, also auch das, also die Saison hat doch gezeigt, dass wir in jedem Spiel rein theoretisch Punkte holen können. Wir haben gerade gegen Leverkusen gewonnen, wir können in jedem Spiel anscheinend Punkte holen. Genau. Ja. Und ja gut, auch mit Ausnahme jetzt mit dem 0-4 bei Bayern und das 5-0 gegen Hoffenheim. Gut. Ja, aber wir hätten auch zum Beispiel Rückspiel bei Hoffenheim halt einen Punkt holen können. Also es ist nicht unrealistisch, gegen jede Mannschaft können wir theoretisch Punkte holen. Ja, das ist aber auch, wenn Bebu an dem Tag seine Schuhe richtig rum angezogen hätte, hätten wir aber auch wieder fünf Dinger kassiert. Leverkusen genauso, wenn hier der iranische Spieler da zwei Füße hätte. Klar, keine Frage. Aber trotz allem bist du in der Position, dass du in der 80. halt noch einen Lucky Punch machen kannst. Also gehen tut immer was. Und wenn du mir vor der Saison sagst, dass wir Spiele gegen Leverkusen, gegen Gladbach, gegen Freiburg gewinnen, hätte ich halt auch nicht geglaubt. Und jetzt ist es halt Realität geworden. Ne? Also man ist jetzt auch gegen Dortmund nicht chancenlos, gehe ich fest von aus. Die sind ja auch, wie gesagt, alle nicht in richtig guter Form. Die haben jetzt gegen Bielefeld da, glaube ich, relativ mühsam 1-0 gewonnen, weil ich so gesehen habe. Torschütze, by the way, Marius Wolf, ne? Liebe Grüße. Auch da geht natürlich im Heimspiel was. Du musst halt den Dortmundern. Dortmund ist so eine Mannschaft, die setzt sich nicht gegen Widerstände durch. Ja, wenn die merken, heute tut's weh. Ja. Wenn die merken, heute tut's weh, dann haben die keinen Bock. Und da muss ich dann klar machen, heute tut's weh.
Ja, genau, du musst da genauso vorgehen wie heute. Auch ja. Leverkusen ist so eine Mannschaft, die. Genau. Also, wenn ich jetzt sage, den musst du auf den Schlappen treten, dann werden jetzt alle Leverkusener Fans empört aufschreien. Also, die, man wird ja jetzt, wir werden dann jetzt 6 Zuschriften kriegen, weil tatsächlich muss man, um das Spiel tatsächlich realistisch besprechen zu können, auch sagen, Leverkusen hat bis zur 30. Minute schon 2-mal verletzungsbedingt gewechselt. Ja, das stimmt. Und da hast du auch gemerkt, der 2. verletzungsbedingte Wechsel, wir sprechen es jetzt mal an, Florian Wirtz, hat das Spiel auch so ein bisschen, so ein Bruch in diesem Spiel dafür gesorgt. Tolles Deutsch. Du hast gemerkt, da steckt dir so ein bisschen in den Knochen, dass die schon gemerkt haben, oh, der ist schwerer verletzt. Also es war ja von Anfang an sehr klar, dass es eine schwere Verletzung ist und nicht so ein bisschen überdehnt und nächste Woche geht's weiter. Der hat ja sofort angezeigt, hier wechseln und scheint schmerzhaft gewesen zu sein. Und ich glaube, da war jedem Leverkusener klar, okay, die Saison ist jetzt für unseren besten Spieler gelaufen. Und gerade am Anfang, wo das ganze Seoane-System noch neu war, hat auch Florian Wirtz den viele Punkte gerettet in seiner starken Phase. Und du hast ja gemerkt, diese Verletzung steckt denen in den Knochen. Ja, ich glaube, wir können an dieser Stelle auch mal sagen, jetzt ganz ohne Häme und ganz ohne die Vergangenheit damit reinzurechnen, gute Besserung an dieser Stelle an Florian Wirtz. Auch wenn ich ihn natürlich sensationell unsympathisch finde und seinen Joker-Jubel gegen uns für eine Katastrophe halte menschlich, wünsche natürlich keinem Spieler eine Verletzung und schon gar keine so schwere Verletzung in jungen Jahren. Also insofern, ich sage jetzt nicht Comeback stronger, weil das würde Leverkusen helfen. Ich sage einfach nur Comeback gesünder. Also gute Besserung, Florian Wirtz. Marco, wie war denn so die Stimmung im Stadion rund um diese Verletzung? Da hat sie am Fernsehen so ein Bild ergeben, was ich nicht ganz weiß, ob das stimmt. Deswegen würde mich deine Vor-Ort-Meinung mal interessieren. Ich glaube, Florian Wirtz wurde ja auch mit einem Fangesang bedacht, den man tatsächlich dann gehört hat, als er da auch lag. Der Timo Werner-Fangesang lässt grüßen. Ich glaube, unter den FC-Fans gab es genügend Leute, die da tatsächlich mit etwas Häme drauf geguckt haben. Ich hörte in der Pause mehrmals Karma's a Bitch, den Spruch von anderen FC-Fans. Aber als dann diese Trage kam, wurde es da ein bisschen aus der Richtung ein bisschen weniger, ein bisschen ruhiger. Ich weiß aber jetzt nicht ehrlicherweise, ob alle Fans, die dann geklatscht haben, als er vom Platz getragen wurde, geklatscht haben, weil man dem Spieler damit alles Gute wünscht oder so, hallo, schön, dass du weg bist. Also, das ist halt immer noch verletzte Fanseele dabei und das muss man dann auch wenn ich das jetzt nicht so geil finde, aber das muss dann vielleicht jeder für sich beurteilen, ob man da, also ich finde es nicht cool, wenn man da einen verletzten Spieler noch Häme hinterher schreit, aber es ist ja jetzt nicht so, dass, der ist ja jetzt nicht weggeflext worden. Der ist in einen Zweikampf gegangen, hat sich irgendwie vertreten, hat sich irgendwie das Bein verdreht oder das Knie verdreht. Das kann passieren. Also der ist jetzt nicht an der Mittellinie hüfthoch abgegrätscht worden. Und ich glaube, Absicht will da auch keiner Luka Kilian unterstellen. Also, habe ich es nicht gehört, dass er also, das täte. Naja, also das habe ich auf dem Rückweg zum Auto. Also von Fans meinst du jetzt? Ja, ja. Achso, naja, ja, da haben sie offiziellen Stimmen getreten. Also das ja, denkst du dir so, Jungs, habt ihr das Spiel gesehen? Oder habt ihr nur im VIP-Raum gesoffen? Ja, du musst es ja mal so ein bisschen anders sehen. Du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt im Stadion bist, du hast nur eine Sicht, ne? Du hast nur einmal die Möglichkeit zu sehen, was jetzt gerade passiert ist. Ne, wir sitzen zu Hause auf der Couch, haben unser Getränk zur Seite und können uns 27 Wiederholungen von dieser Szene ansehen und sehen halt dementsprechend ganz genau, dass halt Jukka Kilian ihn halt dementsprechend nicht dahin bringt, dass sich die Person jetzt dementsprechend leider verletzt. So, ne? Fußball, ich meine, Verletzungen gehören zum Fußball leider mit dazu, das ist dann halt nun mal so. Ne? Und es ist natürlich immer, gerade dann, wenn es dann halt auch talentierte Spieler trifft oder halt auch, ich sag jetzt mal,
einen wie ihn, das ist natürlich ärgerlich dann auch für die Mannschaft, ne? Und auch gerade in allererster Person natürlich auch ärgerlich für den Spieler, klar. Ist doof gelaufen, Verletzungen passieren, gehören mit zum Fußball. Leider gibt es dann halt auch öfter mal leicht schwere Verletzungen. Wir müssen alle Mannschaften mitkämpfen. Das klar. Ist dann halt auch immer so, ne? Ja, total. Und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass du im Stadion diese Szene anders wahrnimmst, weil der Kilian kommt ja nur wirklich mit 7 Meter Anlauf angerannt, wird immer schneller und geht ja erstmal nur auf den Mann. Also jetzt nicht auf das Knie, der geht ja mit seiner Hüfte gegen die Hüfte von Florian Wirtz, ne? Aber mit voller Dynamik. Also der nimmt schon in Kauf, den Typen da wegzuchecken. Nimmt halt nicht in Kauf, dass da eine Knieverletzung bei rauskommt. Klar, verstehe ich. Aber die Dynamik zeigt halt schon, der geht da jetzt ohne allzu viel Gnade rein. Ja, aber deswegen, das musst du als Innenverteidiger ja. Ja, klar, ja, natürlich. Trotzdem kann ich ja verstehen, dass du darum geht's doch gar nicht. Aber also, ich kann verstehen, dass du als Fan deiner Mannschaft das erstmal im Stadion so jetzt interpretierst. Ja. Das würden wir doch auch, wenn irgend so ein Mainzer den Anthony Modest da umfängst. So, im Endeffekt, ne, du hast als Innenverteidiger erstmal die Aufgabe, halt erstmal den Stürmer beziehungsweise den Angreifer von einem Tor wegzuhalten, sodass zumindest hinten die Null stehen bleibt. Und so müssen wir dann halt auch dementsprechend, so musst du dann natürlich auch die Spieler angehen, beziehungsweise auch dann die Spieler verteidigen. Und gerade wenn, und das hast du ja öfter mal, wenn du halt Spieler hast, die technisch sehr, sehr stark ausgebildet sind. Und Florian Wirtz hat halt auch eine A, wahnsinnige Technik, B, auch ein verdammt krasses Auge. Ich glaube, es war ein paar Minuten vorher, wo er den Ball durchsteckt. Das war ein Wahnsinnspass schon wieder. Und da hat er sich, glaube ich, auch gegen 2 oder 3 Leute durchgesetzt. Da sieht man dann halt auch, was dieser Spieler für eine Qualität hat. Ne? Und gerade diese, ich sag mal, technisch stark ausgebildeten Spieler, die gehst du als Verteidiger auch ganz anders an, weil du weißt, du musst gegen die halt auch ein bisschen härter spielen und eventuell musst du gegen die auch mal mit einem versteckten Foul so ein bisschen abarbeiten oder du musst die dann halt auch wirklich versuchen, dann halt irgendwie anders in ihrem Spiel zu stören, dass die dann halt nicht an ihre Möglichkeiten, die Hintermannschaft so zu überspielen, wie sie es können, dran zu hindern. Und ja, dann passieren dann halt leider auch mal unglückliche Szenen. Also ich glaube, ich habe, wenn ich mal so an mich denke, ich glaube, ich habe mir 2 oder 3 Mal eine Bänderverletzung im Knie zugezogen. Es war leider nie ein Foulspiel vom Gegner. Also es waren immer unglückliche Umstände, die dann dazu geführt haben, dass das dann so passiert ist. Und das ist dann halt auch immer sehr ärgerlich und ist auch immer sehr schmerzhaft. Und nach ein paar Wochen oder Monaten bist du dann wieder zurück und dann ja, geht das Spiel von vorne los. Ja. Ja, es, ich glaube, tatsächlich muss man sagen, ist eine Verletzung, die für ihn und für Leverkusen wahrscheinlich schon bitter ist. Ich fand aber auch, dass der Bruch im Spiel auch auf Seiten des SFC zu sehen war. Ich fand nach dem Wechsel oder nach der Auswechslung so, war das echt vogelwild, was beide Mannschaften da gespielt haben. Bis zur Halbzeit. Also das war ja wenig Zusammenhängendes noch irgendwie danach. Also ich fand, wir haben sehr stark angefangen, ne? Also gerade so die ersten 15, 20 Minuten sind wir der Gegner sehr hoch angegangen. Wir haben ein extrem aggressives Pressing gespielt, so wie es der FC halt auch grundsätzlich macht. Toni hat natürlich dann halt auch immer wieder versucht, Radetzky anzulaufen, sodass der halt dazu gezwungen wird, den langen Ball nach vorne zu schlagen. Der wird dann quasi dann irgendwo höher 16er, sag ich schon, höher Mittelfeldlinie, dann meist von Özcan oder von Skiri dann halt irgendwo abgefangen wieder und halt auch dieses Anlaufen, die Innenverteidiger unter Druck setzen, dass die den Ball dann halt auch irgendwie schnell loswerden müssen, so das haben die richtig stark gemacht und haben dann auch Leverkusen, das hat man auch gemerkt, das hat den am Anfang erstmal zugesetzt, weil die überhaupt nicht, die waren da komplett überfordert mit diesem hohen Anlaufen und was sie eigentlich hätten kennen müssen aus dem Hinspiel, weil der FC das da auch schon im Heimspiel so gemacht hat. Aber
Vielleicht lag es an der Belastung von unter der Woche und den Umstellungen, die sie jetzt auch noch vor dem Spiel hatten, aber damit zurecht kamen sie in den ersten 15, 20 Minuten irgendwie gar nicht. Und da hat man schon gesehen, okay, der FC hat ja richtig Bock, der hat ja was vor. Und naja, dann kam dann die erste Verletzung, glaube ich, von Frimpong. Das war, glaube ich, schon so nach 12, 13 Minuten. Mhm. Ja, und dann ja, wann war die Verletzung von Würz? War das um die 30. 28. glaube ich, oder sowas. Ja, okay. Genau, 28:30 habe ich gerade hier in der FCTV Real Life. Ich dachte immer schon, das wäre noch früher gewesen, okay. Hm. Ja, gut, aber dann so mit der Auswechslung von Würz, da war dann auf einmal irgendwie, da hörte er dann auf einmal auch so dieses aggressive Pressing vom FC auf, wo ich eigentlich dachte, okay, jetzt könnte man eigentlich nochmal ein bisschen mehr Gas geben, so, und ich glaube, die sind jetzt auch so ein bisschen verunsichert mit ihren beiden verletzten Wechseln schon, und das Spiel ist ja auch sehr auf Würz von denen halt mit ausgerichtet, ne, so gerade als Ballverteiler und als vorgeschobener Mittelfeldspieler auf der 10. Kam aber leider nicht. Ja, man muss ja auch sagen, die haben halt unter der Woche noch gegen Betis Sevilla gespielt. Nee, Quatsch, nicht gegen Betis, gegen Bergamo. Patrick Schick fehlt, Andrich fehlt, jetzt hat noch Frimpong und Würz. Das ist ja dann auch einfach nicht die beste Leverkusener Mannschaft, die da hätte spielen können. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Und die Spieler, die da kamen, haben bestimmt auch eine gewisse Qualität. Aber ein Adli ist halt kein Würz und ein Alario ist eben auch kein Patrick Schick, muss man ganz einfach sagen. Und gerade so ein Andrich hätte, glaube ich, im defensiven Mittelfeld nochmal gegen so einen Sully anders dagegen halten können, als das jetzt halt der Fall war. Also ich glaube auch, dass ein Patrick Schick, ich meine, ich glaube, das hat er 20 Tore in 20 Spielen gemacht, ja, oder so. Ja, ja. Also ich glaube, ja. der hätte unserer Innenverteidigung, glaube ich, schon ein bisschen mehr Aufgaben gegeben. Ja, genau. Ne? Das im Übrigen, dass Alario mitgespielt hat, das habe ich erst sehr spät mitbekommen. Ja, es fiel nicht wirklich auf, ne? Das stimmt. Also, das war echt Wahnsinn. Ich glaube, das erste Mal habe ich den mitbekommen, als er ausgewechselt wurde. Ja, gutes Zeichen. Ja, aber ich glaube, wir hätten das Spiel jetzt fast schon durchgehend besprochen, aber der liebe Reik, der FCHH, vom Verzellnix-Podcast, beschwert sich immer bei uns, dass wir ihn nie einladen würden, wenn wir gewonnen haben. Jetzt habe ich ihm gesagt, ja, willst du nicht schnell vorbeikommen? Komm noch kurz dazu. Der hat gesagt, ja, würde ich gerne machen, aber ich habe gerade 700 bis 800 Kölsch getrunken, ist gerade eine schlechte Idee. Hat uns aber stattdessen eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt selber nicht angehört habe vorher im Vorfeld. Also mal schauen, ob ich jetzt zensieren muss oder ob ich die dann in die echte Aufnahme damit reinnehmen kann. Ich spiele einfach mal jetzt ganz ungefiltert und live zum ersten Mal hier live on tape ab. Und bin mal gespannt, was der Reik uns bierschwanger zu erzählen hat. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Trotzdem hier Podcast. Moin, Dennis. Moin, Marco. Moin, Bucki. Ich hoffe, ihr feiert alle richtig, richtig kräftig und schön. Hier in Hamburg haben wir es auf jeden Fall gefeiert. In der Colonia Bar haben sich tumultartige Szenen abgespielt. Das kann ich euch sehr gerne berichten. Videoaufnahmen gibt es davon nicht, und zwar komplett aus Selbstschutz. Geiler Sieg, endlich mal wieder Lev besiegt und völlig verdient aus meiner Sicht. Wir haben die eigentlich komplett unter Kontrolle gehabt. Die paar Chancen, die wir gespielt haben, ja, mei, das können die auch haben. Alles schön. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich die Verletzung von Florian Würz. Auch wenn der Abschied aus dem Kölner Bereich nicht so richtig gut gelaufen ist, ist das schon ziemlich heftig. Was ich jetzt gelesen habe, ist wohl, dass er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ich wünsche ihm schnelle Genesung. So fair sollte man sein. Aber nichtsdestotrotz können wir jetzt eigentlich sehr, sehr sicher den Klassenerhalt feiern. Und das ist gut so. Mit 39 Punkten bewegt sich da eigentlich gar nichts mehr. Wir haben endlich mal wieder die Unioner überholt und feiert ordentlich, habt richtig, richtig viel Spaß, genießt den Abend und trinkt noch einen Kölsch mehr. Macht's gut, ihr Lieben, viel Spaß bei der Aufnahme, ciao. Ja, wurde überrascht, nüchtern, habe ich jetzt anderes erwartet. Aber er hat nochmal darauf hingewiesen, zu Recht, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass das heute natürlich de facto der Klassenerhalt ganz, ganz, ganz sicher war. Wahrscheinlich war es vorher auch schon der Fall, ne? Aber ich glaube, mit 39 Punkten, wenn du da noch absteigst, herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht mal der erste FC Köln hinkriegen. Also insofern. Erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt, hat ja auch Steffen Baumgart gesagt.
Meine Frage an euch wäre jetzt aber, Sully hat ja diese Sprachregelung ausgegeben, die Großen will man jetzt noch ärgern und mal so die Plätze 1 bis 6 ärgern. Muss man nicht jetzt langsam mal sagen, ey, wir haben Bock auf Europa, wir wollen Platz 6 angreifen? Ach, diese Erwartungshaltung der Fans. Jetzt? Also jetzt ist ja keine Erwartungshaltung mehr. Es ist schon sehr clever, wenn man es erstmal noch nicht macht, weil man hat ja auch gesagt, man möchte nach Berlin und dann war die Enttäuschung sehr groß, als man dann, ich möchte nicht nochmal über dieses Spiel reden, als man dann es am Ende nicht geschafft hat. Ich denke, man sollte das jetzt den nächsten 2-3 Spiele nochmal so ein bisschen abwarten, gucken, wie gerade die Spiele laufen. Gerade so jetzt, ich sag, das hört sich jetzt gerade echt ein bisschen geil an, aber gegen die direkten Konkurrenten um Europa, sprich mit Dortmund und Berlin. Mainz sollte man eventuell auch nochmal kurz mit dazu zählen, auch wenn wir da, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Punkte Vorsprung haben. Bei 2 Spielen weniger bei Mainz aber, ne? Okay, ja. Siehste, also ja. Die sollte in Dortmund und wir haben ja das Dortmund-Spiel und das Spiel gegen unsere Freunde aus Augsburg. Augsburg, okay. Ah, ja. Wobei das gewinnt Augsburg, ja, alleine, weil die ja irgendwie nicht absteigen müssen. Zumindest diese 3 Spiele sollte man dahingehend auf jeden Fall noch abwarten, bevor man jetzt die Zielsetzung vielleicht irgendwie dann noch mal ändert. Sollte es jetzt zum Beispiel aber jetzt aus irgendwelchen Gründen so kommen, dass man ich sag jetzt mal, man gewinnt zu Hause gegen Dortmund und ja, nee, ich kann mich nur an einen Sieg bei Union erinnern. Das war 2-1 mit 2 Toren von Patrick Helmes damals. Ich glaube, sonst haben wir da immer auf den Sack bekommen. Also sagen wir mal, wir holen einen Punkt bei Union. Und ich glaube, das Spiel gegen Mainz ist auch zu Hause. Wenn du aus diesen 3 Spielen 5 Punkte holst. Nein, Bullshit. 7 würde ich sagen. Das ist 3-3-1, so rum. Dann kommst du nicht mehr drum rum. Dann musst du sagen, okay, jetzt wollen wir es durchziehen, weil dann hast du nämlich danach nur noch die Spiele gegen die Mannschaften, die unter denen die in der unteren Tabellenhilfe sitzen. Dann wird die Mannschaft aber auch sagen, okay, jetzt lass uns das durchziehen. Ne? Ja. Ich frage mich, ob. Also ich meine, das, was man nach außen kommuniziert, muss ja nicht das sein, was man intern sich als Maßgabe setzt. Das war ja unter Stöger damals auch so. Ne? Also intern haben die sich ja auch schon das Ziel gesetzt, okay, alles klar, lass uns das machen, wir haben da Bock drauf. So. Ne? Also ich glaube auch, das ist ein kluger Schritt, halt tatsächlich jetzt erstmal die zumindest nächsten beiden Spiele abzuwarten gegen Dortmund und gegen Union. Weil wenn du jetzt, stell mal vor, Steffen Baumgart hätte nach dem Derby-Sieg rausgehauen und jetzt greifen wir Europa an. Du verlierst gegen Dortmund, was passieren kann. Du verlierst gegen Union, was passieren kann. Ja. Und dann stehst du da mit 4 Punkten Rückstand bis irgendwie 9. oder 10. oder völlig egal. Ja. Nochmal, dann ist trotzdem eine gute Saison im Vergleich zu. Ja, ich meine ganz ehrlich, die Leute, die haben mir alle schon gesagt, der Typ ist irre, als er vor der Saison davon sprach, er würde gern 12. werden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch 12. werden können, weil wir schon zu viele Punkte dafür haben. Aber ich glaube, die Frage nach Europa wird sich selbst erklären aus den nächsten 3 Spielen. Ja. Die nächsten 3 Spiele beantworten die Frage ganz einfach selbst. Ja. Also ich habe ein bisschen andere Meinung als ihr. Ich finde, man darf auch mal sagen, wir fänden das cool, wenn wir das schaffen würden. Man muss ja nicht sagen, wir greifen jetzt an und wir sind der Big City Club oder unsere Kacke. Das muss man ja nicht sagen. Aber man kann ja einfach sagen, es wäre für den ganzen Verein, für alle Fans ein riesengroßes Ziel, nochmal nach Europa zu kommen nach 2016, 17. Und das wollen wir den Fans irgendwie möglich machen, deswegen wollen wir jetzt versuchen, aus den noch verbleibenden, was sind das, 9 Spielen oder so, das Maximum rauszuholen. Das ist dann ja keine Erwartungshaltung und kein, irgendwie den Druck hochhalten, aber du musst ja auch ein bisschen jetzt noch für den Rest der Saison Ziele haben. Du kannst ja nicht sagen, unser Ziel ist jetzt, noch ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Rasen kaputt treten in verschiedenen Bundesliga-Stadien. Also ich fände es okay, wenn man das ein bisschen offensiver kommuniziert. Ja, also ich meine, so durch die Blume sagen sie es ja ab und zu, ne, dass sie dann irgendwie Bock haben, auch so ein bisschen oben anzugreifen. Also wenn man mal so genau zuhört, so bei den Gesprächen nach dem Spiel und wenn es dann auch immer wieder heißt,
Ja, und ne, wir haben jetzt die Punktzahl und wir wollen ja noch mehr und dann dieser oft gesprochene Satz, und dann schauen wir mal, was geht so, ne? Das ist ja mehr so ein durch die Blume gesprochener Satz, wo du eigentlich so weißt, okay, intern haben die schon so für sich eine andere Zielsetzung oder beziehungsweise reden da schon ganz anders drüber. Und vielleicht ist es auch manchmal, also klar, der Fan an sich, der möchte natürlich immer gerne hören, dass seine Mannschaft gerne um Europa mitspielt. Ne? Ich meine, der Fan möchte auch immer gerne hören, dass seine Mannschaft um Titel mitspielt. Das ist ja auch alles vollkommen selbstverständlich. Aber Dinge öffentlich zu kommunizieren, bedeutet aber auch, dass du natürlich dir selbst viel mehr Druck aufbaust. Wenn du dir diesen Druck aber gar nicht erst so wirklich von außen her aufbaust, sondern einfach sagst, okay, komm, wir gucken jetzt Step by Step, wie wir weiter vorgehen, kann das auch alles zu einer, ich sag mal, einem positiven Ende führen. Und das hat es ja damals auch unter Peter Stöger halt so getan. Ne? Also man hat auch erst sehr, sehr, sehr spät angefangen zu kommunizieren, dass man auf jeden Fall jetzt Bock auf Europa hat und man will das jetzt durchziehen. Okay, was man dann am Ende auch geschafft hat. Und ich denke, dass man mit der Schiene gerade auch in einer Medienlandschaft wie Köln und den da schon sehr gut mitfährt. Ja, ich finde eh, die Parallelen zur Saison 16, 17 werden immer eklatanter, leider. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ich Ja. traue mich immer nicht, in diesen Gedanken reinzugehen, weil ich einfach auch ein bisschen diese Angst habe, dass ich mir da selber jetzt zu sicher bin, dass es gut ausgeht für uns und das dann natürlich enttäuscht wird, weil wir am drittletzten Spieltag gegen Augsburg 2-0 verlieren oder so, was wir ja alle schon kommen sehen. Das hast du ja auch auf Twitter so zugespitzt geschrieben, Bucky. Raik hat ja gefragt, wer soll uns jetzt noch schlagen? Und deine Antwort war ja, Bielefeld zweimal ausgekontert. Wahrscheinlich, genauso kommt das ja wahrscheinlich. Deswegen traue ich mich auch noch nicht, davon so richtig ernsthaft realistisch zu träumen, weil ich zu viel Angst habe, dass meine Fantasie größer wird als die Realität. Da bin ich ja, was das angeht, auch so ein bisschen auf Selbstschutz bedacht. Aber ich muss zugeben, es wäre so geil. Es wäre so geil, nochmal so ein 2016er, 17er Erlebnis zu haben, nochmal, und jetzt auch, wo ich euch zum Beispiel alle kenne, nochmal mit euch immer durch Europa reisen zu können. Also, ich kann hier vor allem noch gar nicht. Ich kann dich noch nicht, Marco, ich kannte den Debucky noch nicht, den Reik noch nicht und die ganzen anderen Nasen von Twitter und aus der Hamburger Kölner Blase, waren mir alle noch nicht bekannt. Und das jetzt nochmal in dieser Gruppe zu haben, das wäre so der Hammer. Und selbst wenn es natürlich nicht London wird, sondern dann irgendwie in der Conference League, was weiß ich, Riga oder so, ist ja scheißegal. Das wäre einfach geil. Das wäre geil. Ich hoffe, es klappt, weil die Chance wird nie wieder so groß sein wie jetzt wahrscheinlich. Weil irgendwann werden ja wahrscheinlich so Mannschaften wie Gladbach und Wolfsburg wieder da oben ihr normales Habitat einnehmen. Und auch, keine Ahnung, Frankfurt wird nicht immer hinter uns landen zum Beispiel. Oder wer weiß, was härter, aber die mal machen, wenn die vielleicht mal einen seriösen Sportmanager da kriegen, keine Ahnung. Ja, egal. Ich glaube, wir beenden das Thema, bevor ich hier komplett in Gedanken gehe, die ich noch nicht gehen möchte, vor dem zweiten Spieltag. Also Ja, tatsächlich. ich habe vorhin auch schon so drüber nachgedacht, soll morgen früh zur Arbeit. Mein Teamleiter ist gebürtiger Bonner und dementsprechend hängt seine Seele auch sehr am FC. Und ich weiß auch schon genau, wie morgen früh unser Gespräch aussehen werden. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann wieder mal so durch die Blume sagen werde, dass wir das mit dem Septemberurlaub eventuell nochmal überlegen müssen. Also ich habe meinen Jahresurlaub noch nicht verplant, sage ich dazu noch, ne? Das war clever von dir. Ich muss noch irgendeine Lösung finden, dann. Ja, er schrieb mir irgendwann mal eine E-Mail und ich hatte da noch so viel Resturlaub und all drum und dran. Und er meinte, also ich soll doch mal gucken, ob ich das nicht irgendwie mal ein bisschen verplanen will. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ach komm, ey, gönn dir mal was Geiles, ey, machen wir schön 3 Wochen Septemberurlaub, ne? Und irgendwann kristallisierte sich dann auf einmal doch so, ja, ich sag mal, in der Tabelle heraus, dass man dann doch relativ nah Richtung Europa steht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich glaube, das mit September, da müssen wir irgendwann noch mal drüber reden. Aber ich glaube, das bleibt einfach ein Running, das bleibt einfach noch ein Running Gag bis Mai. Und ich werde einfach jede Woche werde ich den Urlaub anders ändern. Und Ja, mir hat gerade noch ein Schüler geschrieben, obwohl Märzferien sind. Derby-Sieger, hey, herzlichen Glückwunsch. Naja, der ist halt jung und weiß nicht, was ein Derby ist. Ist halt ein Hamburger, aber die Geste Also, zählt. Die Geste zählt.
Was stimmt denn mit den Schülern heutzutage nicht, dass die ihren Lehrern schreiben? Und dann auch noch in den Ferien, sag mal. Ja, du hättest mal sehen müssen, was man nach dem Pokalspiel gegen HSV in meinem Postkasten los war. Also in meinem Dienstpostkasten. Ja, aller Mann. Kannst du, da wäre ich ja wieder für Züchtigung oder so, ne? Ach, ich finde das ja irgendwie ganz putzig, dass sie in ihren Ferien an mich denken, wenn da irgendwas auf dem Fußballplatz passiert. Das ist irgendwie ganz süß. Naja, besser als wenn sie mir irgendwelche Pöbelnachrichten schreiben. Das ist doch auch okay. So, wir schauen, was unsere Hörer uns noch geschrieben haben, apropos Zuschriften. Da auf Twitter hier der gestaltete Tweet hat irgendwie ganz viele Zuschriften bekommen. Das meiste sind keine Fragen, sondern einfach nur Aussagen. Deswegen lese ich einfach mal vor. Einfach nur als teilweise auch Gegenmeinung zu unseren Meinungen. Ja. Der Bluebird Dave schreibt, wie stark ist der Schachzug, die linke defensive Seite von Bayer 04 ohne rechten Mittelfeldspieler einzuschläfern, um dann mit dem King eiskalt zuzuschlagen? Der B. Fermer schreibt, wenn wir verdiente Baumgart-Siege mit glücklichen Gistol-Siegen kombinieren, dann kann nur Europa dabei rauskommen. Das heute war eigentlich gar nicht gut, selbst die Innenverteidigung hat mächtig geschwommen, aber immerhin haben sie aggressiv und nervig, wie sonst nur das Augsburg kann, gespielt. Dann schreibt der Mapé, diese Highs und Lows in der Innenverteidigung machen mich wahnsinnig. Wahnsinnsgrätschen und tolle Pässe wechseln sich ab mit unfassbaren Stellungsfehlern und Schlafmützigkeit. Kilian zum Beispiel ist ein Killer im Zweikampf, verliert aber immer wieder gerne mal komplett die Orientierung. Ich glaube, zu Kilian muss man auch sagen, der ist auch noch wahnsinnig jung. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ich habe immer das Gefühl, Innenverteidiger, genau wie defensive Mittelfeldspieler, die werden immer erst gut, wenn die so 4-5 Jahre gespielt haben schon in der Liga und so ein paar Dinge als Selbstverständlichkeit entwickeln, die jetzt in jungen Jahren noch keine sind. Das siehst du auch bei so Leuten wie zum Beispiel Boateng. Der war ja immer als Bruder Leichtfuß verschrien und wird erst jetzt langsam oder wurde erst spät in seiner Karriere dann langsam als wirklich genialer Innenverteidiger wahrgenommen. Oder Joel Matip, ne? Also vor dem Move nach Liverpool hätte den auch keiner als Weltklasse Innenverteidiger abgestempelt. Also muss man mal sehen, Luca Kilian hat, bevor er zum FC gekommen ist, ganze 7 Bundesligaspiele gemacht in 2 Jahren. Genau. Ja. Also von daher, gut, war dazwischen auch ein bisschen verletzt, aber dennoch, ne, für den jungen Mann, der 22 Jahre alt ist, der dann einfach 2 Jahre lang nicht spielt, das ist nicht viel. Aber ich denke, wir sehen bei ihm, dass die Anlagen einfach gut sind. Und lass den mal jetzt 3-4 Jahre mit Steffen Baumgart vielleicht arbeiten, wenn Baumgart so lange bei uns bleiben darf und will und kann, wie auch immer. Und vielleicht Hübers auch noch die ganze Zeit da bleibt, dann da wächst auch was, habe ich das Gefühl. Also mit Sully, Hübers und Kilian hast du einfach eine richtig gute Achse da in Verteidigung Mittelfeld, die alle noch sehr jung sind, alle noch Luft nach oben haben, alle so eine gewisse Grundtugend, was Einsatz und Kampfeswillen angeht, mitbringen. Die beiden Innenverteidiger bringen zudem noch gute Geschwindigkeit mit. Sully bringt eine gute Körperlichkeit mit. Darum herum kannst du, wenn es gut läuft und wenn alles ideal läuft, was ein großer Konjunktiv ist, jetzt 4 Jahre lang eine Mannschaft drumherum aufbauen, ne, und so nach und nach die anderen Säulen, die dann irgendwann zu alt werden, ersetzen. Also vor allen Dingen Hector und Modest werden nicht mehr ewig spielen. Ja, und weiß nicht, da kann auch was entstehen aus so einer. Ja, aber das ist ja aber auch genau das, was Magath will. Der andere. Magath hat ganz andere Probleme. Der Magath muss erst so Trainingshügel bauen. Ah, Entschuldigung. Das ist auch genau das, was Baumgart will und wovon er halt auch vor den Spielen oder auch in den Pressekonferenzen immer spricht. Er spricht grundsätzlich immer vom Entwicklungsprozess dieser Mannschaft und auch den Entwicklungsprozess der jeweiligen Spieler. Und er will da was entwickeln und das ist jetzt nicht irgendwie eine Eintagsfliege, ne? Also er hat da richtig Bock drauf auf diese Nummer und er will dann halt auch den sehen, weil er hat eine Vorstellung von dem, wie er auch immer gerne sagt, er hat eine Vorstellung von dem, wie er Fußball spielen lassen möchte und das möchte er mit dieser Mannschaft entwickeln und das siehst du halt auch von Spiel zu Spiel, dass da sich irgendwas entwickelt. Und wer weiß, wie der Fußball in 2 Jahren aussieht, den er denn da entwickelt hat. Champions League. Ja. Lassen wir uns überraschen, natürlich. Ne? Du kriegst auch mal wieder neue Spieler dazu und Spieler wechseln den Verein. Das ist ja auch ganz normal im Profifußball. Aber wenn du dann punktuell nachher noch irgendwie schauen kannst, dass du halt irgendwie Spieler zubekommst, die dann auch den Vorstellungen entsprechen, wie du Fußball spielen willst und dann halt gewisse Positionen vielleicht sogar noch verbessern und verstärken können. Schauen wir mal. Also ich wünsche ihm, dass er die Zeit bekommt.
Ja, und dass er diesen Entwicklungsprozess mit der Mannschaft weiter fortführen kann. Schauen wir, wie die Saison ausgeht und dann schauen wir mal, was wir nächste Saison haben und wie viele Spiele wir dann in der nächsten Saison haben. Aber das ist das Gute, dass du hast dich ja auf diesen Manager-Posten rundum neu aufgestellt und hast jetzt ja nicht mehr so diese, ich sag mal, altinternationalen, von sehr großem Ego geprägten Leute wie Armin Fee oder Jörg Schmadtke da sitzen, die vielleicht bei der allerersten kleinen sportlichen Krise sofort am Trainerstuhl nagen. Sondern ich schätze Kessler, Tür auf Keller so ein, dass sie da alle auch eher so eine Politik der ruhigen Hand einführen werden. Und halt Baumgart auch mal in einer Phase, wo du vielleicht auf Platz 16 stehst nach 10 Spielen in der kommenden Saison, weil du vielleicht, wenn du Pech hast, noch durch Europa touren musst oder so, dass die da auch trotzdem dann sagen, ruhig bleiben, Leute, wir kommen da raus, wir haben Vertrauen in den Trainer und dann nicht wieder so diese Schnellschüsse und diese Magath-Rückholaktionen oder sowas, wie in Hertha jetzt gerade halt passieren. Da habe ich gerade echt ein gutes Gefühl, was so den gesamten Verein aufgeht. Ich finde, wir haben es sehr gut geschafft, uns von diesen Altlasten aus der erwähnten Ära Schmadtke, Fee, Held zu befreien. Und ja, ich bin gerade so optimistisch wie lange nicht mehr in Bezug auf den ersten FC Köln. Und das wird mir wahrscheinlich ganz, ganz furchtbar auf die Füße fallen in nächster Zeit. Aber es ist ein schönes Gefühl, diesen Optimismus überhaupt spüren zu dürfen und den auch berechtigt spüren zu dürfen. Und nicht nur wegen irgendeiner Messias-Hoffnung. Ja, aber also man sieht ja auch, dass das Team scheinbar da Bock drauf hat, weil, also, wenn man jetzt nur die Verpflichtung oder Weiterverpflichtung von Benno Schmitz nimmt, zu, ich sag jetzt mal, deutlich merkbaren Gehaltseinbußen und es bei Florian Kainz wohl auch in die Richtung geht, also, das ist schon Fingerzeig. Jetzt werden die beim FC auch nicht so schlecht verdienen. Das wäre jetzt für die eine Spendenaktion ins Leben rufen müssen, aber trotzdem, die verzichten im Fall von Benno Schmitz auf jeden Fall und bei Florian Kainz sieht es ja zumindest auch aus, als ob es da auf eine Weiterverpflichtung auch hinausläuft, verzichten auf Geld, um bei uns zu bleiben. Das ist schon ein cooler Move. Ja, ich muss aber jetzt auch sagen, wenn Florian Kainz uns verlässt, dann hört der Verein hier nicht auf zu existieren. Nö, also, nein. Ist ja nicht so, als wenn jetzt Jonas Hector Karriereende verkünden würde morgen. Das ist ein schwerer Verlust, aber du kannst für Kainz auch Ersatz finden. Also, das ist jetzt nicht ein Spieler, der so ein Profil hat, wo du sagst, es ist so einmalig auf der ganzen Welt, da musst du jetzt auf jeden Fall mit Florian Kainz verlängern, wenn der hier nicht zu reduzierten Bezügen bleiben möchte. Dann geht er halt. Dann spielt er halt vielleicht entweder Thielmann oder ein Externer oder von mir ist auch Kingsley Schindler. Gerade jetzt heute war Kainz, oder die letzten Wochen schon, war Kainz auch nicht mehr so der Unterschiedsspieler, wie das noch in der Hinrunde war. Also, dann ist er halt weg. Tschö, ist dann halt so. Ja, aber du musst ja dann aber auch mal irgendwie sehen, dass, ich sag mal, in Köln wurden halt auch Gehälter gezahlt, die bei anderen Vereinen so nicht gezahlt worden wären. Ne? Korrekt. Und auch das ein Gehalt, was Florian Kainz aktuell beim ersten FC Köln bezieht, hätte er wahrscheinlich auch bei einem anderen Verein so nicht wieder bekommen. Die hätten auch gesagt, ja klar, wir nehmen dich gerne auf, aber zu einem reduzierteren Gehalt als das, was du jetzt bekommst. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, klar, der wird das, was er jetzt bei uns verdient, nirgendwo verdienen mit seinem A Alter und B jetzt auch. Er ist ja auch nicht der Weltklasse-Spieler, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ne? Dann geht er halt immer nach, weiß ich nicht, Rapid Wien zurück und dann kriegt er da halt ein paar Euro mehr vielleicht, keine Ahnung. Dann ist es so. Also ich muss halt eh sagen, ich glaube sowieso, unser Ziel muss das schon sein, die Mannschaft zu verjüngen. Und deswegen würde ich auch nicht auf Biegen und Brechen mit Florian Kainz verlängern. Wenn du stattdessen zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Patrick Wimmer kriegen kannst von Bielefeld oder so, würde ich sagen, dann mach den Wechsel. Tausch. Ja, es wird sich sowieso sehr viel ändern. Also von daher, also wenn du jetzt hörst, dass sich der Verein halt eine Gehaltsobergrenze halt erstmal beschlossen hat, wirst du da auch ganz andere Spieler irgendwie ranholen. Also das Scouting soll sich verändern. Ja, also der ganze Verein steht eigentlich, du bist eigentlich, wenn du es so siehst, bist du gerade in einem kompletten Vereinsumbruch.
Klar, auch wenn du siehst, wie die Verträge jetzt alle auslaufen in den nächsten ein bis zwei Jahren. Von der Mannschaft über das Management und innerhalb des Geisbockheims, also überall, überall kommen neue Leute oder stoßen Leute zum Verein und die alten, teuren sollen eher weg, ne? Und ja, es ist du machst wirklich gerade einen kompletten Live-Umbruch und du schaffst es trotzdem dabei, sehr erfolgreichen Fußball zu spielen. Das nötigt mir auch sehr, sehr viel Respekt ab, was das Trainerteam da gerade macht. Yep. Und ich sag auch, wenn du es schaffst, zu Europa zu bekommen, in Europa League oder Conference League zu kommen, kriegst du nochmal andere Kategorie Spieler. Dann kriegst du halt, wenn jetzt du und dann werden sie aber auch wieder teurer. Ja, ich hoffe ja trotzdem, dass wir an die Gehaltsobergrenze uns gebunden fühlen, ne, und dann nicht sagen, jetzt werden wir verrückte Sachen machen. Aber wenn du und Frankfurt um denselben Spieler buhlen, sagen wir vielleicht um Ali Du oder so, und wir sind in Europa und Frankfurt nicht, ist das, glaube ich, schon für so einen jungen Spieler ein Unterschied, ob er sich da beweisen darf gegen Krasnodar oder gut, schlechtes Beispiel, aber gegen Riga oder so, oder nicht. Und deswegen glaube ich schon, das kann noch mal ein bisschen was beändern. Und ich glaube halt auch, dass viele Leute Bock haben, mit Steffen Baumgart zu arbeiten. Also ich glaube, wenn du jetzt von außen drauf guckst und die Trainer vielleicht so intern nicht so gut kennst, hast du doch mehr Bock, mit Steffen Baumgart zu arbeiten, als mit Oliver Glasner. Kommt drauf an, ob du jetzt ein Spieler bist, der Bock hat auf viel Laufen und Arbeiten, oder ob du lieber ein Spieler bist, der Bock hat irgendwie auf Füße hochlegen und Geld verdienen. Gut, das stimmt. Max Kruse hätte keinen Bock auf Steffen Baumgart, das stimmt. Ja, der kann ja dann zu Hertha gehen und beim Bagger trainieren. Ich glaube, die beiden, das wäre auch nicht so ein Team, was zusammenarbeitet. Haben die nicht sogar schon mal? Der müsste ja in Paderborn gespielt haben, oder? Der war das sonst nirgendwo anders groß. Baumgart bei Union? Vergiss es. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass das, egal, sag du, Marco, ich hab dich gerade unterbrochen. Ich glaube tatsächlich, dass der, es wird ja auch spannend zu sein, welche Spieler, ich sag mal, Steffen Baumgart und die sportliche Leitung holt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, also Ljubicic war definitiv vorher verpflichtet. Ja. Der war ja schon, glaube ich, kurz nach der Winterpause war das ja schon fix, ne? Also im letzten Jahr. Und ja, weil er ja auch ablösefrei wurde im Sommer, deswegen konnte man genau, ja auch früh ran. Genau. Ne? Genau. Ich glaube, der einzige Transfer, den Steffen Baumgart hat, eigentlich die Weiterverpflichtung von Sadi Özcan. Ja. Ruht auf Baumgart. Kilian und auf jeden Luca Fall. Kilian, genau. Ja. Aber auch Hübers war doch schon mit drin, oder? Ich glaube, Hübers haben wir vorher schon geholt. Ja, aber der stand ja schon länger als Trainer fest. Die werden doch einmal bei dem anrufen und sagen, hier, hör mal, Steffen. Das kann sein. Wir haben den noch einen Plan. Ja, aber auch Gespräche mit Spielern, die fangen ja auch deutlich früher an. Ja, aber ja, glaube ich auch. Also mit Hübers hast du dich auch schon so ab der Winterpause beschäftigt, weil der ja auch halt ablösefrei wurde. Nur wenn jetzt Baumgart sagt, was ist denn das für eine Pfeife, keinen Bock, dann sagst du auch, ja, danke, tschö, ne? Dann holst du ihn auch nicht. Ja, sollte so sein. Sollte in der Regel eigentlich so sein, aber oftmals ist es ja dann wirklich so, ne, wenn du halt noch keinen festen Trainer hast, ne, und du aber siehst, dass du auf gewissen Positionen als Spieler brauchst, werden die Spieler dann halt durch die Sportdirektoren oder den Verantwortlichen aus dem Management geholt. So, ne? Das ist immer ein bestes Beispiel, war ja unter Markus Gisdol, als Horst Held dann nachher Max Meyer geholt hat. Ja, auch der geilste Move der Vereinsgeschichte. Oh nee, ich glaube, da hatten wir noch bessere. Aber das ist eine Sonderfolge. Ja. Stimmt beides. Beide Aussagen sind korrekt. Ja, es ist nicht immer alle Verpflichtungen sind auch die der Trainer sich so wünscht. Ich meine, das hatte auch, das hat Peter Stöger auch gehabt, dass der auch sich mal Spieler gewünscht hat, die er gerne bekommen hätte und nicht bekommen hat. Oder ja. Das ist korrekt. Ich mache weiter mit den Hörermeinungen. Natürlich. Nochmal der MAP. Als Ziel würde ich gar nichts ausgeben. Jeder Tabellenplatz nach oben bringt wichtiges Geld. Das sollte doch Ansporn genug sein, oder? Und dann kommen jetzt ganz viele Fragen nach dir und deinem Befinden, Marco. Ich lese mal zusammen vor.
Daniel Gehmann, liebe Grüße und danke für die Vertretung letzte Woche, fragt, wieso keine Randale im VIP-Bereich? Und die Svenja, @sport183, möchte gerne wissen, ist der Ruhrpott-Henne schon in Haft? Ich kann dir leider wegen Quarantäne nicht helfen. Und dann fragt noch ein anderer Hörer, den ich hier gerade irgendwo noch rausgesucht hatte. Hier, der Schmolli 7891. Hat der Ruhrpott-Henne noch seinen Job? Das mit dem Job, das werde ich tatsächlich vielleicht erst Montag erfahren, wenn ich nochmal Kontakt mit meinem Vorgesetzten habe, aber ich gehe davon aus, er hat nichts Gegenteiliges gesagt. Also ich habe mich versucht, im Rahmen meiner emotionalen Möglichkeiten zusammenzureißen. Ich hatte ja auch Besuch dabei, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, mein 6-jähriger Sohn war heute das erste Mal mit mir im Stadion. Ah, und dann direkt ein Heimspiel vom FC. Schön. Und dann, und tatsächlich hat aber mein Sohn für den ersten Lacher im VIP-Raum gesorgt, denn mein Chef kam dann an und sagte, ja, und aber bist du denn nicht für Leverkusen, um ihn so auf seine Seite zu ziehen? Also nochmal, der hat dann so ein FC-Trikot über seinem Hoodie an und einen FC-Schal, also meinen FC-Schal um. Und dann guckt er, mein Sohn, ihn nur an und sagt, nein, ich bin kein Fan eines Schmutzvereins. Mit 6 Jahren, geil, geiler Typ, stabiler Junge. Und da habe ich dann kurz, ich habe dann etwas betreten, einfach nur vor mich hingeguckt, habe meine Cola weitergeschlürft, ob ich es einfach nicht gehört hätte. Und hätte sagen müssen, einfach, was bringt deine Mutter dir für böse Wörter bei, Junge? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich, meinem Chef war das wahrscheinlich sehr klar, aus welcher Richtung das wohl kommen mag. Und also mein Sohn hat ja auch das 1:0 gejinxt. Also als Ljubicic da in den Strafraum zieht, sagt der Papa, ich glaube, jetzt fällt das 1:0. Da habe ich mir nur gedacht, so, Junge, ich habe mehr FC-Spiele gesehen, das wird nicht fallen. Und dann siehst du, wie dieser Ball irgendwie ja an Modest vorbeigeht, ja, und von hinten so Kingsley Schindler angerauscht kommen. Und als er tatsächlich, ich habe es tatsächlich erst realisiert, als der Ball tatsächlich an Radetzky vorbei im Netz lag. Und der Jubel war da auch schon emotionaler. Es kamen auch Blicke vom anderen VIP-Raum rüber. Also als die haben mich ja eingeladen. Selber als der Ball den Fuß von Ljubicic verlassen hatte, stand ich schon mit Armen in der Luft im Wohnzimmer. Tja. Ich habe es gar nicht live gesehen, das Tor, muss ich zugeben. Man muss ehrlich gesagt da auch mal sagen, dass es schon sehr, 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 sehr optimistisch von mir ist, weil ich sag mal, Kingsley Schindler hätte jetzt auch irgendwie vertraut, dass er das Ding halt zu Marco in die VIP-Lounge oben reinballert. So, weißt du? Dann wäre allerdings tatsächlich auch schön gewesen. Also das Tor war schöner, würde ich mal sagen. Field-Goal-mäßig wäre der über das Tor geflogen. Nee, ich habe es gar nicht live gesehen, leider. Ich war gerade für eine Sekunde in der Küche. Und normal hörst du ja, wenn der Kommentator so ekstatisch wird, so Ljubicic, Flanke oder so. Hat der alles nicht gemacht. Der war so ganz, also der hat selber gar nicht gecheckt, dass da gerade eine gefährliche Situation entsteht, glaube ich, der so ein Kommentator. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen und bin nicht schnell genug zurück an den Fernseher geeilt und habe dann nur noch seinen Torschrei gehört und dann nur noch die Zeitlupe sehen können. Also ich musste mal ganz kurz weg, weil Hundebusiness. Aber leider nicht live gesehen, tatsächlich. War aber auch natürlich sensationell. Also ich meine, das ist immer geiler, wenn du auswärts triffst und dann, ich sag mal, in der Nähe des Gästeblocks. Das ist schon geil. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann während des Spiels, habe ich. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war, aber das muss auch so
nach der Verletzung von Wirtz gewesen sein. Da war auf einmal eine ganz aggressive Stimmung im Stadion und ich habe hier gesessen und ich habe echt hier mit so einem Lächeln gesessen, weil ich dachte, boah, die Stimmung gerade ist richtig geil. Boah, ich bin jetzt auch gerne da, so, weißt du? Weil man hat echt gemerkt so in dem Stadion, boah, da gingen gerade echt so ein paar Emotionen hoch und durch und das war so etwas, was ich jetzt wirklich so die letzten 2 Jahre echt vermisst habe, so, ne? Und in dem Moment habe ich gedacht, boah, ist das geil gerade. Ja, ich will auch mal wieder ins Stadion. Aber ins echte Stadion. Nicht VIP-Lounge in Leverkusen, sondern schon richtige Stadion. Ja, ich habe es ja auch nur genommen, weil es halt umsonst ist. Ja, wenn es auf dem Tisch liegen würde, würde ich es auch nehmen, klar. Aber das ist nicht das, wo mein Sehnsuchtsort liegt. Aber zu dem, was Bucki gerade sagte, passt noch die letzte Hörerzuschrift vom Hennes der Achte. In Fürth haben viele, ich glaube, er meint viele FC-Fans, die ganze Zeit Wichsen, Arschloch und Hurensohn im Stadion gerufen. Und das, obwohl die Fürther echt gastfreundlich waren. Jetzt das mit Wirtz zum Kotzen, finde ich so ein Verhalten. Sollte man als Meinung hier auch mal vorkommen lassen, um das Bild abzurunden. Ja, genau. Ich glaube, das war's für heute. Ich habe zumindest nichts mehr auf meiner Tagesordnung stehen. Außer, dass wir vielleicht noch einmal uns den Spaß machen wollen zu dritt hier, den nächsten kommenden Spieltag, also die für uns relevanten Spiele, zu tippen. Ihr müsst mir jetzt keine Ergebnisse sagen. Es reicht, wenn ihr mir sagt, irgendwie 1x oder 2, also Sieg, Unentschieden oder Auswärtssieg. Einfach nur mal spaßeshalber. Das erste für uns relevante Spiel ist, Freiburg spielt in Greuther Fürth. Sieg Freiburg. Ja. Greuther Fürth gerade 1-6 gegen Leipzig verloren. Also in Fürth gegen Leipzig 1-6 verloren. Ja, ich glaube, die Fürther, denen ist seit dem Spieltag bewusst, dass es noch wahrscheinlich nur darum geht, vielleicht nicht letzt zu werden. Ja gut, das ist egal. Also Stuttgart und Hertha haben genau die gleiche Punktzahl. Ja, aber also 9 wenn die nicht, Punkte. Hier, aber wenn die nicht letzter werden wollen, können sie auch 16. werden wollen, wenn es die gleiche Punktzahl ist. Also ja. Ändert das. Ja, gut, aber die zwischen Stuttgart und Hertha wird es wahrscheinlich ja nicht unbedingt punktgleich bleiben. Vor allen Dingen, wir haben jetzt noch 8 Spieltage, also gibt es noch 24 Punkte und davon müssen die 9 holen, 9 mehr Stuttgart und Hertha holen. Ja, wird ja, schon. Die haben 14 Punkte geholt, ne? Ja, also das muss man ja auch mal dann sagen. Wird sportlich. Also wir sagen alle, Freiburg gewinnt. Ja, dann geht's weiter mit dem für uns relevanten Spiel. Leipzig spielt zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also, wenn nichts falsch läuft, sollte Leipzig das eigentlich gewinnen. Sehe ich auch so. Ich glaube halt, Eintracht ist ja jetzt gerade in so einem Hoch. Haben ja gegen Betis gewonnen und jetzt auch gegen Bochum noch das Spiel gedreht. Und ich glaube, es gibt so ein paar Mannschaften, die liegen Leipzig überhaupt nicht. Und ich kann mir vorstellen, diese giftige, griffige Art der Eintracht mit ihren diversen südamerikanischen Treter-Kollegen, die könnten den Leipzigern nicht gut liegen. Die Statistik gibt mir auch ein bisschen recht. Die haben 11 Mal gegeneinander gespielt. Davon hat Leipzig nur 3 Spiele gewonnen zu Hause von diesen 11. Die anderen waren 6 Unentschieden und 2 Auswärtssiege. Also ich sag Unentschieden. Ja, ich glaube, die Frankfurter holen dann einen Punkt. Ist unter der Woche noch Europapokal? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat nicht Leipzig in Freilos wegen? Ach ja, die spielen ja gar nicht. Ja. Nee, dann gehen wir mit Leipzig. Aber ich glaube, die Eintracht könnte spielen. Rückspiel gegen Betis, das kann sein. Ja, dann gehen wir mit Leipzig. Ja, das stimmt. Das stimmt, das recht. Habe nie am Schirm gehabt. Wenn das Rückspiel überhaupt ist, ich weiß gar nicht, wann das ist. Also kann auch nee, sein. Das ist diese Woche, weil die irgendwie während des Leverkusen-Spiels schon davon sprachen, dass die jetzt unter der Woche nochmal gegen Bergamo spielen. Stimmt, ja, hast recht. Hm, okay. Ja, gut. Trotzdem, ich sag, irgendwie holt die Eintracht da den Punkt gegen Leipzig. So, Leverkusen, wo spielen die denn? Gegen Wolfsburg. Okay, gegen Floco. Vielleicht ist die Wirtsverletzung so ein Max-Kruse-Moment, wie bei Union, dass jetzt nichts mehr läuft bei denen, aber normalerweise gewinnst du gegen eine Floco-Mannschaft mit Bayer Leverkusen. Aber ist Floco für uns entscheidend? Also ist Wolfsburg tatsächlich. Also die nicht Wolfsburg. Punkte. Leverkusen, Digga. Leverkusen. Ach so, Leverkusen. Ach so. Wir wollen. Ach so. 6 Punkte. Das sind 2 Spiele. Es geht um Platz 7. Nein. Ja, okay, wir wollen noch Richtung Champions League. Ich guck nur was alles vor. Ja, okay. Ja. Da würde ich tatsächlich mal auf Unentschieden tippen. Ich glaube, Leverkusen gewinnt das irgendwie. Ich weiß nicht, wer von denen da zurückkommt und wie die da gegen Bergamo vielleicht noch,
durch den Wolf gedreht werden oder so, aber ich glaube, Leverkusen gewinnt das. Keine Ahnung, ein Kometeinschlag oder so. Ja, egal. Reden wir über wichtigere Spiele. Hoffenheim spielt gegen Felix Magath. Das ist doch auch super. Hoffenheim spielt zum Antritt gegen Felix Magath. Ja, wird auch gleich Felix Magath seine erste Niederlage bekommen und dann hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Ich glaube, Hertha gewinnt das 3-0. Ich wollte gerade sagen, das ist das. Der sagt, den ihr gewinnt oder ihr rennt danach 700 Kilometer durch Berlin mit den Medizinbällen in der Hose. Ey, jetzt aber mal ganz ehrlich, hast du dir die Truppe von Berlin mal angeguckt? Da wird ein Scheiß jemand irgendwie 300 Kilometer für Felix Magath laufen, ey. Auf gar keinen Fall. Ich glaube auch, die sagen, ja, fick dich. Also ich glaube auch, das ist. Wer bist du? Kennen wir dich? Ja. Das ist genau das. Die werden einen Scheiß tun, ey. Hoffenheim hat, auch, ich meine jetzt, auch wenn sie sehr, 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 sehr viel Glück mit dem Abseitsgott hatten am Wochenende, ein relativ gutes Spiel gegen Bayern hingelegt, auch gegen uns waren sie bockstark, spielen generell eine bockstarke Saison. Ey, da wird Hertha zu Hause nichts holen. Ey. Magath wird richtig schön erstmal einen auf die Glatze kriegen da, ey. Ja, apropos Hertha, ich will es zumindest mal erwähnt haben an dieser Stelle hier. Wir haben ja vor der Saison gesagt, wir wollen mal beobachten, wie sich Herr Schwolo unter Andreas Menger entwickelt. Die Antwort ist Tribüne. Tribüne. Also, ja. Ich habe natürlich keinen Einblick in die Trainingsarbeit bei Hertha, aber wenn zwei deiner Schützlinge von soliden Bundesliga-Torwerten zu Bank- oder Tribünendrückern werden, kann man sich als Torwarttrainer vielleicht auch mal kritisch hinterfragen. Ganz ehrlich, also ich meine. Ist Schwolo tatsächlich auf der Tribüne wegen Leistung oder weil der. Ja, doch, der war fit. Der war keiner von diesen Corona-Opfern oder was. Ich habe den jetzt hier ein paar Wochen beobachtet und meine Entscheidung ist für den anderen da ausgefallen, den neuen Spieler da. Lotzer. Ja. Der fünfte, der nominell fünfte Spieler von denen, fünfte Torwart. Das glaube ich, der nach Dortmund geht, ne, jetzt nach der Saison. Wenn du den sogar vorziehst, dem Typen, der länger Vertrag hat, das ist ja schon eine Aussage. Ja, gut. Ja. Ja, also mit der Hertha trifft jetzt auch nicht den falschen Verein. Ist halt Wahnsinn, was Freddy Bobic da für Entscheidungen trifft, ne? Der hat ja bei Frankfurt einen ganz guten Job gemacht, ehrlich gesagt. Aber da jetzt für Sachen macht. Aber ist das so, weil ich bin mir da nie so sicher, ob der sportliche Leiter nämlich auch alle Entscheidungen alleine trifft. Ich glaube, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wen kriegst du überhaupt gescoutet? Also, wen schlägt dir denn eine Scouting-Abteilung vor? Wenn deine Scouting-Abteilung dir nur, ich sage jetzt mal, auf einer Leute auf der Skala von 1 bis 10 nur Leute von 8 bis 10 zu vorschlagen, dann hast du wahrscheinlich einen guten Treffer. Wenn aber die Schwankung von 0 bis 100 geht und du aber wahrscheinlich eher im unteren Segment unterwegs bist, also ich finde einfach bei der Hertha stimmt es auf so vielen Ebenen nicht. Ja, was ich aus Frankfurt gehört habe. Ich glaube, die kaufen tatsächlich nach Name ein. Das glaube ich auch. Was ich halt in Frankfurt gehört habe von den Eintracht-Fans, die ja auch hier sehr aktiv sind, so in Social Media und Podcast und Bewegtbild-Bereich. Die Eintracht hat solche Strukturen, dass die nicht abhängig werden von einer Person. Also wenn Bobic da jetzt vorschlägt, seine ganzen Buddies zu holen, Andreas Menger, Taifun Korkut und weiß der Geier, dann gibt's halt genug Kollektive im Verein, die sagen, Alter, willst du uns verarschen? Lass mal das schön sein. Da ist, glaube ich, auch der Präsident von denen, der, ich glaube, Fischer heißt der ja, ein wichtiger Mensch, aber auch der Hellmann scheint da ganz guten Draht zu haben. Und die haben es halt geschafft, den Bobic so einzuzäunen, dass der gute Arbeit leisten konnte oder wie auch immer musste. Und jetzt bei Hertha ist der, glaube ich, der Zampano, der alleine alles entscheiden darf. Und dann siehst du, was dabei rauskommt. Wusstet ihr, dass Dirk Duffner Kaderplaner bei Hertha ist? Ja, den hat ja auch Bobic mitgebracht. Ne? Den hat Bobic ja auch mitgebracht. Und das sagt ja schon, du willst da keinen starken, irgendwie meinungsstarken Menschen haben, sondern einen, der dir verdankt, überhaupt einen Job zu haben. Das ist bei Andreas Menger ja auch so. Der ist ja auch nicht der gefragteste Torwarttrainer der ganzen Welt. Das ist so, du nimmst so eine Mischung aus Buddies, Wohlfühlmenschen und Leuten, wo du weißt, die werden dir nicht widersprechen, weil die super, super dankbar sind, überhaupt noch einen Job in der Bundesliga bekommen zu haben. Siehe auch Taifun Korkut. Und dann kann da eben nie
so ein Klima entstehen, wo du mal ein bisschen gechallenged wirst, wo es halt so einen Matthias Sammer gibt, der dich auch mal ein bisschen rausfordert in deiner Weltanschauung. Und das ist, glaube ich, nie gut für ein Vereinsklima. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hat 7 Leute von Eintracht Frankfurt mitgenommen, ey. Ja. Und nicht die also, guten. Also nicht Ben Manga oder so, sondern halt eben die nicht so brauchbaren. Aber zumindest ja, 2 Scouts, 3 für die Geschäftsetage und dann nochmal 2 Trainer, also Analytiker. Wow. Ja. Ja, also. Nichts Gutes, liebe Hertha. Liebe Grüße. Deine Sophie. Grüße. Ja, bleibt nur noch abschließend dann noch Union spielt in Bayern, also ja, bei den Münchnern, in der Allianz Arena. Ja, 6-0. Aber Bayern, ich kann Bayern aktuell tatsächlich, finde ich, ist ganz schwer zu greifen. Entweder nageln die so einen Gegner völlig raus. Oder das wird halt irgend so ein Spiel, wo es alles passieren kann. Ja. Ich finde, die Bayern haben nicht mit diesem Modus, dass du weißt, alles klar, das geht 3-0 aus, 3-1 oder was auch immer. Ich finde, die Bayern müssen aktuell für ihre Siege ganz schön kämpfen. Absolut. Selbst dieses, was war das, 7-1 oder so gegen Salzburg, kann komplett anders laufen. Ich habe das gesehen, das Spiel. Das ist bei weitem nicht so eindeutig gewesen. Also die ersten 3 Tore halt, das 3-0, wie es aussieht auf dem Papier. Die hatten richtig, richtig Schwein, dass halt Salzburg da zweimal total ungestüm hingeht und 2 Elfmeter herschenkt. Die waren bis dahin die spielbestimmende Mannschaft, die Salzburger. Und das sagt ja schon einiges, wenn du dich von Salzburg an die Wand spielen lässt. Die hatten schon im Hinspiel mega Glück, dass sie da nur 1-1 gespielt haben, die Bayern. Hätte Salzburg locker 2-0 führen können. War nur ein bisschen zu doof. Soll mir recht sein. Also jede Red Bull-Mannschaft darf von mir aus da auch 10-0 verlieren gegen München. Das ist dann das kleinere Übel in dem Moment für mich. Aber trotz allem, du hast recht, Marco, die sind bei weitem nicht so souverän, wie das manche Siege aussehen lassen. Die haben gegen Fürth richtig gestruggelt, die haben sich von Bochum verprügeln lassen. Aber Union hat sein Mojo halt auch verloren. Mit Max Kruse ist da irgendwas aus dieser Mannschaft rausgegangen. Das ist nicht mehr das Union von der Hinrunde, wo du sagst, so, die fressen die Bayern auf. Die treten die so lange auf die Füße, bis da immer mal sich einen Weg aufmacht zum Tor, wo dann halt irgendwie der geniale Pass von Kruse kommt und vorne schiebt dann Vogelsammer ein oder so. Das ist nicht mehr der Verein oder Avonie oder so. Ist nicht mehr der Verein. Ich glaube, Bayern gewinnt. Werde ich jetzt auch nichts auszusetzen gegen. Also. Ja. Und? Last but not least, zum krönenden Abschluss des kommenden Spieltages, zu einer beschissenen Zeit von 19.30 Uhr am Sonntag, spielt der 1. FC Köln zu Hause gegen Borussia Dortmund. Heimsieg. Ja. Und das sag ich jetzt nicht nur so, weil ich halt die Brille habe, sondern ich glaube da ernsthaft dran, dass wir gegen Dortmund gewinnen. Ich sehe es auch. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja. Ich glaube, Heimspiele müssen gewonnen werden. Ja. Und Dortmund hat grundsätzlich immer den Hang zum Schlendrian. Und heute Heimspiel gegen Bielefeld auch 12 Torschüsse zugelassen. Gegen Bielefeld, wohlgemerkt. Ja. Ich glaube, da geht was. Zur Wahrheit gehört 91 Spiele gegen Dortmund. 91. Davon 28 gewonnen, 24 unentschieden und 39 Auswärtssiege. Also, ne, gibt dankbarere Gegner. Ja, gut, aber historische Statistiken, ja. Hey, komm, also ne, Statistiken sind ja grundsätzlich erstmal. Ich glaube nur den, die ich selbst gefälscht habe, ne? Ja, eben. Ja. Nee, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich glaube, so ein 2-2, so ein ganz wildes Spiel. Marius Wolf macht ein Tor und dann führen wir lange 2-1 und dann kommt wieder Erling Haaland in der 70. rein und macht in der 93. den Ausgleich oder so ein Scheiß. Einfach, weil ich glaube, dass sonst wird das zu gut, um wahr zu sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Leverkusen und Dortmund innerhalb von einer Woche abzuziehen, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich glaube zweckpessimistisch an Unentschieden. Ich bin bei Buki. Ich bin da Team Buki. Ja, wir werden es erleben. Die Geschichte wird einen von uns ja Lügen strafen und dann wissen wir es. Oder uns alle, wenn Dortmund gewinnt. Ja, wollt ihr noch irgendwelche letzten Grüße loswerden? Noch irgendwelche ungesagten Dinge unbedingt sagen?
Nee, wir haben ja schon vor dem Gespräch gesagt, über was wir heute nicht reden wollen, und von daher sollten wir es dann auch dabei belassen. Ja. Aber alles Gute, A.W. Liebe Grüße. Aber Alex Werle, ich wünsche dir sehr viel Spaß in Stuttgart und wir sehen uns am nächsten Spieltag. Ja, persönlich und menschlich wünsche ich ihm alles Gute. Beruflich, persönlich und privat wünsche ich ihm alles Gute. Dann beende ich die Folge jetzt mit einem Rauschmeißer, den der Reik uns nochmal geschickt hat. Auch da weiß ich nicht, was es ist. Aber er hat mir gesagt, ich soll es direkt vor dem Outro abspielen. Ich vertraue ihm einfach mal. Insofern bleibt mir nur noch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in den frühen Montag, ja, wahrscheinlich Montagnacht oder wann immer wir es veröffentlichen werden, zu entlassen. Habt eine gesunde Woche, bleibt fit, bleibt munter, bleibt stabil. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Dortmund wieder. Ich bedanke mich bei unserem Gast, dem Bucky. Bucky, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, ich danke für die kurzfristige Einladung und wünsche allen, dass sie gesund bleiben. Ne? Genau, das sollte man noch als erwähnen. Auch du bist innerhalb von einer Stunde, glaube ich, eingesprungen oder von 2 Stunden, weil der Gast wieder krank geworden ist, der andere. Also insofern auch da nochmal einen ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich auch bei dem pöbel- und störungsfrei gebliebenen Ruhrpott-Tennis, der nicht in U-Haft sitzt und ganz normal heute in seinem eigenen Bett schlafen darf. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Marco. Pöbel war es war nicht pöbelfrei. Also, ja, ich meine hier randalefrei, also ja, intensives Pöbeln. Kein Randalemeister. Oh. Ja, genau. Ja, mein Name ist Dennis, auf Twitter der @kylennep. Das war die 168. Folge von Trotzdem hier. Bleibt uns gewogen, verteilt unsere Links auf der ganzen Welt und dann hören wir uns bald wieder. Macht Idiot. Tschö. Ciao. Tschu. Und den hier bitte ganz am Ende einspielen. Ich weiß, Dennis, du willst es nicht hören, aber erste Runde Budapest, zweite Runde Rom, in Kopenhagen schellt das Telefon, vielleicht Valencia, vielleicht auch Mailand, Teneriffa, eine Woche Sandstrand, Europapokal, Europapokal, liebe Grüße. Besser als du gesungen, Marco. Ja. Der hat auch 3,7 Promille wahrscheinlich jetzt. Ja, dann sieht man am meisten schlechter und nicht besser. Naja, wir sind raus. Tschüss.